Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir den 6. Juni 2018, schon 7:45 abends, und ich habe mich heute mit jemandem verabredet, den ich natürlich persönlich nicht kenne, aber ich kenne ja die meisten Leute nur über Skype. Und diese wunderbare Frau hat vor einiger Zeit angefangen, sich meine Videos anzuschauen, hat interessante Kommentare geschrieben und kam dann mit der Frage, mich auf Skype kontaktieren zu können. Hat meinen Namen nicht gut gefunden, weil ich vielleicht hier und da ein wenig undeutlich spreche und sie sich nicht so leicht durch das Internet navigieren kann. Ist ja auch kein Problem. Ich habe ihr gesagt, mein Name ist Joggler77, sie heißt Manuela, und so haben wir zueinander gefunden. Und dann hat sie mir über Text ein paar Fragen gestellt und habe ich gesagt, das wäre ja eigentlich ganz interessant, wenn wir darüber schnacken können. Und ich habe sie davon unterrichtet, dass ich das Gespräch gerne aufnehmen möchte und vielleicht auch zu einem Video verarbeiten, und deswegen machen wir das jetzt hier. Also, dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Manuela, und stell dich mal an unsere Zuschauer und Zuhörer vor, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, weil mich kennen die meisten ja inzwischen schon, die diese Videos hier schauen, aber dich kennen sie noch nicht und ich kenne dich auch noch nicht. Also von daher, erzähl ein bisschen was von dir, aber nur das, was du möchtest, ne? Also fühl dich vollständig frei, zu sagen, was du möchtest und nicht zu sagen, was du nicht möchtest. Also gut, also ich bin die Manuela, bin auf diesen Kanal kommen, denke ich mal, ja, über Umwegen, aber ich bin mir sicher, dass mich da der Gott hingeführt hat, und ich muss sagen, dass diese Videos vom Jörg sehr, sehr, sehr lehrreich für mich sind, und schaue mir die wirklich jeden Tag an und bin also wirklich sehr begeistert, wie der Jörg das, also, oder wie du das eigentlich machst, muss ich da ganz ehrlich sagen. Danke, aber ich mache nicht viel. Ich mache nur die Arbeit, die der Heilige Geist mir eingibt. Ich bin nur ein Medium, das diese Dinge weitergibt. Weißt du, der große Unterschied zwischen dem Katholizismus und dem wirklichen Bibelglauben ist der, dass man im Katholizismus gute Arbeit verrichten muss oder gute Werke verrichten muss zur Errettung, ja? Und in der Bibellehre ist es genau andersrum. In der Bibellehre, deswegen sagt die Bibel ja auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Deswegen sagt die Bibel das ja auch, die Werke, die wir tun, sind Werke, die wir tun, eben weil wir gerettet sind. Nicht, weil wir gerettet werden wollen, sondern weil wir gerettet sind. Sie sind Ausdruck unseres Gehorsams an unseren Herrn. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da sind noch andere Leute, die immer sagen von, ja, Jörg, was für tolle Arbeit du machst, aber ich persönlich, ich könnte das gar nicht so. Ich kann das nur deswegen, weil im Grunde der Heilige Geist mir die Möglichkeit gibt, um das zu tun. Genau wie es in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten wird. Wenn er mich zu irgendwelchen Buchlesungen leitet, und wenn ich in diesen Buchlesungen irgendwelche Kommentare abgeben kann, kann ich die Kommentare ja nur abgeben aufgrund dessen, weil er mich vorher in die Arbeiten gewiesen hat, dies und jenes zu studieren und das dann für die Leute wiederzugeben. Ich persönlich, ich bin kein besonders intelligenter Mensch, ganz im Gegenteil. Aber der Heilige Geist oder Jesus Christus gebraucht mich eben in dem Sinne, wie er es für nötig erachtet. Ich bin nur sein Medium, und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich könnte mein Leben nicht besser erfüllt wissen, als die Arbeit für den Herrn zu tun. Es steht geschrieben, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium an jede Kreatur. Ja? Jede Das Kreatur ist ja. will sagen, jeder, der kreiert ist, jeder, der geschaffen ist. Okay? Und manche Leute fühlen sich dazu berufen, Evangelisten zu sein, in dem Sinne, dass sie sich dahinstellen und die Bibel von vorne bis hinten rezitieren können und erklären können, und machen das auf öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel Hyde Park in London, oder gehen irgendwo an eine Straßenecke und predigen an der Straßenecke. Das sind Leute, die sind dazu berufen und die können das. Das kann ich nicht. Das ist mein Ding nicht. Mein Ding liegt irgendwo anders. Und das ist genau das, was Martin Luther auch in seinen Schreiben ja immer wieder sagt, wie es eben in der Bibel vorkommt. Wir sind alle Glieder des Körpers Jesu Christi hier auf Erden. Und wie es mit unserem menschlichen Körper ist, so ist es auch mit dem Körper Jesu Christi. Der hat verschiedene Glieder. Und die Hand kann etwas, was der Fuß nicht kann. Und der Mund kann etwas, was das Ohr nicht kann. Und die Nase kann etwas, was die Augen nicht können. Und so weiter und so weiter und so weiter. Jeder hat seine eigene Funktion. Aber in der Gesamtheit bilden wir den Körper Christi, und der macht dann eben den Willen des Heiligen Geistes. So sehe ich das. Und ich sehe mich als ein Glied in diesem Körper Jesu Christi. Von daher, natürlich freut es einen irgendwo, es schmeichelt einem irgendwo, wenn man Lob bekommt.
Aber auch das ist schon wieder verkehrt, weil dieses Lob, dieses Schmeicheln, wenn man das annimmt, das führt dann zu einem Ego und einem Self-Trip, und da gibt es ja schon in dieser Welt mehr als genug von. Und deswegen bin ich da immer ganz, ganz vorsichtig mit. Und ich sage, ich habe nicht echt Verdienst an diesen Arbeiten, die ich mache. Ich mache das nur, weil mir das eingegeben ist. Und Aber ich kann dir, ja, Entschuldigung, ich lasse dich gleich zu Worte kommen, aber ich kann dir ein verdammt gutes Beispiel daran geben, wie das ist mit heute. Du wolltest mir eine Frage stellen, wie das denn oftmals ist, und das kannst du ja auch gleich richtig machen, wie das denn ist, wenn man mit Leuten zu tun hat, die eben nicht so gläubig sind, und vor allen Dingen, wenn das dann Freunde sind oder Verwandte, wie geht man dann damit um und so weiter. Ich habe vorhin, du weißt ja, ich nehme jeden Tag das tägliche Seelenbrot auf. Und ich habe vorhin die Audioaufnahme gemacht für das tägliche Seelenbrot für morgen, zum 7. Juni. Und ich werde das gleich während unserer Diskussion hier mal vorlesen. Und da wirst du sehen, so arbeitet der Heilige Geist. Weil das Thema zum 7. Juni, was ich vorhin aufgenommen habe, behandelt genau die Dinge, die du angesprochen hast. Jetzt sagen die meisten Leute, das ist ja ein Zufall. Nee, das ist die Hand Gottes. Das ist das Wunderbare dabei. Aber bitte, sprich du mal erstmal weiter, sonst mache ich hier wieder einen Monolog. Das war nicht die Absicht dieses Gesprächs. Also ich denke mir, gut, du sagst zwar jetzt das mit dem Lob, dass es jetzt für dich jetzt nicht so wichtig ist, aber ich finde schon, dass die Arbeit, die du machst, dass die sehr, sehr, sehr gut ist, vor allem, wenn man nicht weiß, also so ging es mir zumindest, in welche Gemeinde oder ob überhaupt in eine Gemeinde. Und ich habe dir ja da eine Nachricht geschrieben, dass ich ja eigentlich in so einer Adventisten, da war eben so ein Pastor bei mir und hat da eben drüber geredet. Und ich habe halt dann eben festgestellt, dass der eben genau sich so verhalten hat, wie du das eigentlich gesagt hast, dass man die Pastore einfach mal ansprechen sollte auf den Papst mit dem Antichrist. Und da hat er eigentlich sehr schlecht drauf reagiert. Und wie es dann eben, also Zufall ist es für mich nicht, also ich bin mir fest und fest sicher, dass mich da Gott geleitet hat, kam ich eben da auf dieses Video, wo du von den Adventisten sprichst. Und somit war mir das eigentlich dann klar, dass es für mich nicht der richtige Weg ist. Habe diesen Pastor angerufen, habe ihm das auch begründet, warum und weswegen und dass ich da eben jetzt in diese Gemeinde da nicht rein möchte. Und das sind eben solche Erfahrungen oder vor allem, was du halt so ein persönlich mitgibst. Das ist das, das bringt mich persönlich sehr, sehr, sehr weit. Und wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, ich habe halt das Problem, dass ich sehr gute Freunde habe, aber wo ich persönlich sehr drunter leide, ist, dass ich die Menschen eben nicht irgendwo dazu bewegen kann, jetzt an Gott zu glauben, egal mit was ich komme oder das versuche. Die sagen halt, ich soll aufhören, sie zu belehren. Und ja, und sind so meine Erfahrungen. Und da bin ich eigentlich sehr traurig drüber, weil es gibt wirklich kaum noch Menschen, die sich für dieses Thema interessieren oder was ich auch oft gemacht habe oder mache, ist deine Videos eben an Freunde zu schicken, dass sie es überhaupt sicher mal anhören. Aber wie gesagt, da habe ich gar keine Chance. Und da war eben die Frage einfach, wie ich persönlich damit umgehen soll, weil ich persönlich darunter auch leide und eigentlich gar niemanden habe, mit dem ich da eben über Gott und so reden kann. Hast du Familie, wenn ich fragen darf? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nein, ich bin ledig. Ich habe drei erwachsene Kinder, die im Ausland sind und studieren. Und bin eben allein, ja. Okay. Ja, ich bin auch allein, bis auf die Tatsache, dass meine Mutter bei mir wohnt, aufgrund des Umstandes, dass die ein Bein verloren hat und in Deutschland wohnte. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, bevor sie da irgendwo, ja, in Pflegeheim oder was muss oder Sehr alleine gut. das nicht mehr rettet, habe ich gesagt, von da kommst du bei mir wohnen. Ne? Ich meine, für mich war das eine ganz logische Entscheidung. Meine Mutter hat damals ihr Leben mehr oder weniger zurückgestellt, um mich zu erziehen, und hat für mich mehr oder weniger gelebt. Da finde ich das ganz normal, dass ein Kind das heute auch macht für seine Mutter. Aber das ist Richtig. anscheinend in dieser Gesellschaft nicht mehr so, wie es Nein, biblisch vorgesehen nein. ist. Nun gut, zu deinem Punkt. Also erstens mal möchte ich dir sagen, es gibt einen Spruch, den, ich werde mal sehen, ob ich daran denke, das im Video hier einzublenden, das Bild. Ein Spruch, den ich dazu gebrauche, der heißt: Ich fragte Gott, mich vor meinen Feinden zu schützen, und auf einmal verlor ich all meine Freunde. Ja, das ist so ein Spruch, der ist gar nicht mal so dumm. Es gibt verschiedene Bibelverse, unter anderem den einen, der sagt:
Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Ja? Und ich habe noch ein paar andere Bibelzitate vorbereitet, weil ich ja wusste, dass wir über dieses Thema sprechen würden, sonst mache ich sowas ja normalerweise nicht. Aber das habe ich mir jetzt mal eben vorbereitet und da möchte ich mal eben sagen, hast du deine Bibel dabei? Nein, Jörg, da muss ich da aussagen. Also nachdem ich das gehört habe von dir, habe ich, also ich gehe mal davon aus, dass ich nicht die richtige Bibel habe, habe die Bibel weggeschmissen und habe mir jetzt die Schlachter 2000 runtergeladen. Wunderbar. Schlachter 2000, weiß ich jetzt nicht, hast du jetzt die Möglichkeit, dahin zu gehen, weil machst du das auf dem Telefon oder machst du das am Computer? Wie sind deine Möglichkeiten jetzt? Ich bin jetzt direkt am Handy, bin ich jetzt, aber ich habe die Schlachterbibel auf dem PC. Ah, okay. Ja, wenn du möchtest, dann kannst du halt mitlesen, wenn ich jetzt Ja. diese Verse vorlese, um zu sagen, die mit dem Thema umgehen, das du genannt hast. Hast du die Möglichkeit, um eben da an die Bibel zu gehen online? Schwer jetzt gerade, weil, wie gesagt, ich bin auf dem Handy Ja. und der Computer ist im Wohnzimmer und ich bin hier allein in dem Raum. Also, okay. Gut, ich wollte nur fragen, dass du halt mitlesen kannst. So werde ich Ja. es dir halt vorlesen. Ja, das. In Matthäus Kapitel 10, Verse 34 bis 39, da steht geschrieben: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Das ist Jesus, der hier spricht, ne? Ja, das. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das ist im Grunde ein Verweis zu einem früheren Punkt oder einem späteren Punkt in Matthäus, wo er auch nochmal darüber spricht, wo er sagt, ein Prophet wird nicht in seinem eigenen Land gewertschätzt. Vers 37 sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was meint er mit diesem letzten Vers? Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt mit anderen Worten, wer in dieser Welt lebt, wird sein ewiges Leben verlieren. Wer sein Leben verliert, das heißt, wer mit anderen Worten sein Leben in dieser Welt aufgibt, um Christus willen, wie er sagt, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, dem werde ich das ewige Leben schenken. Das heißt das im Grunde nur. Okay? Und ich dachte, dass diese paar Zeilen, diese paar Verse, die wir hier miteinander gelesen haben, schon mal ein wenig dir die Idee geben, wie du mit dieser Sache umgehen musst. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel geben aus meinem persönlichen Leben. Ich habe einen Sohn. Ich bin von meiner Frau bin ich geschieden. Die hat mich mit einem Pädophilen betrogen vor so vielen Jahren. Das ist eine ganz andere Geschichte. Schlussendlich geht es darauf hinaus, ich habe einen Sohn, mit dem ich eigentlich immer ein, dachte ich, ziemlich gutes Verhältnis miteinander hatte. Den ich dann auch versucht hatte, in den letzten 2 Jahren den Christus ein bisschen näher zu bringen. Nun ist es ja so, dass wir als wahre Christen verstehen, dass wir als Menschen niemanden zu Gott bringen können. Genauso wie wir Menschen selber, die an Gott glauben, auch nicht den Glauben aus uns heraus gewonnen haben und wir nicht zu Gott gefunden haben, sondern dass Gott uns zu Jesus gezogen hat, wie es in der Bibel geschrieben steht. Jeder, den mein Vater zieht und mir gibt, dem öffne ich. Ne? Klopfe und dir wird aufgetan und so weiter. Ne? Also es ist ganz deutlich, dass Gott derjenige ist, der die Menschen erwählt und nicht der Mensch. Aber der Mensch kann, und deswegen sagt es ja auch im Evangelium, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, wir müssen eine Saat säen. Das ist das Einzige, was du und ich, was wir tun können. Wir können Saat säen. Ob diese Saat auch aufgeht auf fruchtbarem Boden oder ob es eine Saat ist, die auf Dornen fällt oder auf Felsen fällt oder auf unfruchtbaren Boden fällt, das haben wir nicht in der Hand. Aber wir können diesen Samen säen. Nun, bei mir wurde zum Beispiel der Samen gesät von jemandem, der absolut nicht gottesgläubig ist. Das ist passiert im Jahr 2010, das ist passiert, während ich habe jemanden kennengelernt beim Snookerspielen. Das ist eine Billardform, die hier in Belgien viel gespielt. Und ich habe damals
in der Liga gespielt und wöchentlich Spiele bestritten. Habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich dann später Poker gespielt habe. Ein teuflisches Spiel, was ich heute nicht mehr spiele natürlich. Aber während eines dieser Pokerspiele sagte der Typ zu mir so von, sag mal, Jörg, du bist doch so ein schlauer Mensch nach dem Motto. Und du bist doch so wahrheitsliebend, sag mal, glaubst du diesen Quatsch, den sie dir erzählen vom 9-11, ne? Also referierend nach dem 11. September 2001. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich habe doch noch nie bei stillgestanden, das ist mir doch scheißegal, nach dem Motto von, das geht mir doch am Arsch vorbei, wohne ich hier in Europa, was habe ich denn mit Amerika zu tun und wenn die so blöd sind, da ihre Türme runterfallen zu lassen. Naja, aber irgendwie hat mich das intrigiert, wie er mich darauf angesprochen hat. Und die Saat, die er gesät hat, hat mich dazu angesetzt, mich auf einmal mit Dingen zu beschäftigen, die mich früher überhaupt nicht interessierten. Ja, weil ich war nur Formel 1 versessen und Snooker spielen und Poker spielen und Ah, okay. all diese ganzen Sachen, Fernsehserien schauen und Filme schauen wie ein Blöder. Ich war total in dieser Welt. Und auf einmal habe ich angefangen, mich für diese Dinge zu interessieren. Und die Studien, die ich dann Ende 2010 damit angefangen habe, haben ihn letztendlich dazu geführt, wo ich heute bin. Nun kann man natürlich sagen, aus der Sicht eines Ungläubigen, ja, du hast zu Gott gefunden wegen deiner Studien. Das dachte ich auch, bis ich Gottes Botschaft richtig begriffen hatte und im Grunde begriffen habe, dass er die ganze Zeit es war, der mich geleitet hat und der diese eine Person gebraucht hat, um diese Saat zu säen, die schlussendlich dahin führt, dass ich da bin, dass ich heute 2018 da bin, wo ich bin, weil ich da bin, wo er mich hinhaben will. Der Mensch denkt und Gott lenkt, Lenkt, sagt ja, man das ja. stimmt, Ja? ja. Und man muss sich natürlich auch lenken lassen. Und Natürlich, ja. das Problem, das die meisten Leute, das die meisten Leute haben oder haben werden, wenn sie merken, dass Gott sich ihnen offenbart, dann haben sie die Wahl. Ja? Der Mensch hat keinen freien Willen. Da sollten Sie mal die Dissertationen von Luther und Erasmus drüber lesen. Da werde ich auch mal Videos drüber machen. Aber der freie Wille ist eine falsche katholische, babylonische Lehre. Aber man hat eine Entscheidung zu treffen. Man hat die Wahlmöglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, um Gott zu erhören, wenn er mich zieht, oder um ihn nicht zu erhören. Vielleicht verbleibe ich ja lieber in der Sünde. Es gibt ja Menschen genug, die das tun. Das Problem mit den meisten Leuten, wenn man denen erklärt, wo es wirklich drum geht, ist, dass sie auf einmal den Eindruck haben von, ja, aber wenn ich Christus folge, dann habe ich ja so viel zu verlieren. Ja, das stimmt aber gar nicht, muss ich Nein, sagen. Das natürlich, stimmt gar nicht. nein, dass die Leute viel zu verlieren haben, das stimmt nicht. Aber dass die Leute so denken, das stimmt, oder nicht? Siehst du, das ist der Punkt, den ich sagen will. Nein, es gibt diesen Film von Monty Python, The Life of Brian, das Leben des Brian. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den kann ich nicht. Na, so eine englische Comedy, so ein englischer Comedy-Film aus den 70er Jahren, Das Leben des Brian. Und da kommt so eine Szene drin vor, wo er sagt, wir werden geboren mit nix, wir sterben und wir haben nix. Was haben wir denn dazwischen überhaupt? Was hast du denn verloren? Ja, nix. Wenn ich das erstmal begreife, ich komme mit nichts auf die Welt, ich Und gehe gehe auch mit mit nichts nichts. von der Welt, was habe ich denn dann in der Zwischenzeit verloren? Doch nichts, was meines ist. Jesus sagt dazu in Matthäus Kapitel 6, das muss ich jetzt mal eben aufschlagen hier in meiner Online-Bibel, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Matthäus Kapitel 6, da spricht er von, 6 muss ich hier sein. Schätze auf Erden und im Himmel. Er sagt in Vers 19, Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rest sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also geht es um spirituelle Güter oder geht es um materielle Güter? Alles Materielle muss vergehen, aber das Spirituelle kann bleiben. Das Auge ist die Leuchte des Leibes, sagt er weiterhin. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?
Niemand kann zwei Herren dienen. Das ist ja nur ein ganz bekannter Spruch. Richtig, richtig, ja, Denn entweder stimmt. wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, ich kann nicht auf der einen Seite hier auf dieser Welt materiell, sei es jetzt wieder Geld oder andere materielle, Materialien erfolgreich sein und gleichzeitig ein spirituell gutes Leben führen im Sinne der Bibel, im Sinne oder in den Augen von Jesus Christus. Das geht nicht, weil ich muss mich entscheiden, wem will ich dienen? Dem Herrn, der mir den Mammon verspricht, das ist der Antichrist, das ist der Teufel, weil das ist Direct Satisfaction, nennen sie das im Englischen, das ist direkte Befriedigung, ja? Das, was ich sehen kann, das, was ich fühlen kann, das, was ich tasten kann, das, was ich riechen kann, meins, 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 meins. Oder aber ich nehme das Versprechen des Herrn für eine Belohnung in der Zukunft, das ewige Leben an. Und da muss ich mich halt entscheiden. Ich kann nicht Gott dienen und dem Antichristen oder dem Mammon. Ich kann nur einem von beiden dienen. Das ist richtig, ja. Aber es ist halt wirklich, das fällt mir halt so auf in letzter Zeit, dass also sehr schwierig für mich, weil ich dadurch wirklich auch, weil sich dadurch Freunde auch von mir distanzieren, weil sie halt eben sagen, nö, Ja, ich war ja, das ist Entschuldigung, nicht. ich war ja da noch gar nicht mit fertig. Ich habe ja über meinen Sohn angefangen, da habe ich ja gar nicht weitererzählt. Ja. Also vor knapp, lass uns mal sagen, jetzt ungefähr 2 Jahre ist das jetzt her, schätze ich mal ungefähr, vor knapp 2 Jahren habe ich meinen Sohn da mal angesprochen von, ach, guck dir doch mal, weil der wollte ja auch, der war auch immer nur, Snooker war sein Leben und Sport ist jetzt sein Leben, der macht Bodybuilding wie ein Blöder. Und der hat sich sonst für nicht viele Dinge interessiert. Ja, Computerspiele. Jahrelang World of Warcraft und was weiß ich Ja. nicht alles gespielt. Also total ein Mensch in der Welt. Aber dadurch, dass ich mich verändert habe, habe ich die wenigen Augenblicke, die ich immer gesehen hatte, wenn er mich mal um die paar Wochen besucht hat, habe ich versucht zu gebrauchen und zu sagen von, guck mal, hier sind ein paar Videos. Und ich habe versucht, ihm die Videos von Kent Hovind dich dabei zu bringen. Kennst du den? Nein, Kent Hovind hat das Creation Seminar gemacht, also 7 Videos, wo er ein Kreations-, also ein Schöpfungsseminar gegeben hat, wo er darüber spricht, über wie Gott die Welt geschaffen hat und im Grunde ganz deutlich zeigt, dass die Evolutionstheorie nur eine teuflische Theorie ist und dass die Schöpfungsgeschichte eine wirkliche Geschichte ist, so wie sie sich zugetragen hat. Und diese Videos findet man in Englisch. Mein Sohn spricht mindestens so gut Englisch wie ich, wenn nicht besser. Und ich spreche schon einigermaßen Englisch, denke ich. Und wir hatten dann das Video angeschaut mit, ich glaube, flämischen Untertiteln oder auch nur in Deutsch, weiß nicht, weil ich lebe ja hier in Belgien und wir sprechen ja Niederländisch hier. Und wir hatten die Videos angeschaut und wir hatten die ersten, ich glaube, 2 Videos geschaut und dann im zweiten müssten wir noch die letzte Stunde gucken oder so. Also wir haben knapp 3 Stunden geschaut oder was. Und dann wieder ein paar Wochen überhaupt nichts und dann wollte er dann nicht mehr. Und dann sprach er mich auf einmal an, ob ich denn nicht eine Bibel für ihn hätte. Ja, glücklich hätte er mich gar nicht machen können. Habe ich ihm eine König-James-Bibel gegeben natürlich. Fand ich ganz, ganz toll. Ja, und dann waren wir irgendwann März 2017 und er sprach mich darauf an, dass er jetzt doch nach einiger Zeit nichts mehr gemacht zu haben, mit mir das Video nochmal weiterschauen wollte und die Serie weiter verfolgen wollte. Er hätte mich gar nicht glücklicher machen können als das. Und ein paar Tage später sagte er, jetzt habe ich eine Freundin gefunden. Nur eben zum Verständnis, mein Sohn ist 1992 geboren, also der war letztes Jahr, wurde er 25, war 24, wurde 25. Das war das erste Mal, dass er eine Freundin in seinem Leben hatte. Er ist ein Spätblüher, aber ist auch nicht weiter wild. Ist auch nicht weiter wild. Nur, das kam genau zu dem Zeitpunkt, wo er sagte, jetzt möchte ich mit dir die Videos weiterschauen. Seit letzten März, seit er die Freundin hat, habe ich noch Sehr schön. fünf oder sechs Mal mit ihm Kontakt gehabt. Natürlich hat er das Video von mir überhaupt nicht mehr beschaut. Und das letzte Mal waren wir snookern, ich glaube, das war letztes Jahr Anfang November, ist er noch einmal zum Essen hier gekommen und waren wir noch snookern zusammen. Und als wir dann nach Hause kamen, habe ich ihm noch einmal ganz deutlich gesagt, ich habe gesagt, Carsten, du kommst immer hierher und du sagst, oh Papa, ich hab dich lieb, ne? Ich hau von dir, so wie sie das in Flämisch sagen. Ich hab dich lieb, alles drum und dran. Ich sag, weißt du, wenn du die Taten nicht bei dem Wort tust, dann sind das nur leere Phrasen.
Und weißt du, was ich von leeren Phrasen halte? Schenk sie dir. Muss ich nicht haben. Das war nicht das erste Mal, dass ich ihm das gesagt habe. Ich habe ihm es, glaube ich, mit so viel Nachdruck gesagt, dass ich gesagt habe, diese Heuchlerei, so habe ich das ganz klar gesagt, ne? Das brauche ich nicht. Und entweder kommst du zu mir, weil du das möchtest und weil du mich wirklich gerne hast und weil du es dann auch mit deinen Taten auch mal zeigst, oder aber, das habe ich jetzt nicht so gesagt, aber mehr oder weniger, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, wir haben heute den 6. Juni. Ich habe ihn seit November nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Kein Bericht auf Skype, kein SMS, kein Anruf, nichts. Und Wahnsinn. er wohnt 10 Kilometer hier von mir. Ja? Das eben dazu. So, und warum erzähle ich das jetzt? Weil das einerseits dir einen Teil der Antwort gibt, wie soll ich mit diesen Freunden umgehen, was soll ich mit denen machen? Und andererseits, weil wir jetzt eben in Matthäus 12 mal kurz zwei lesen. Matthäus 12, Verse 46 bis 50, nach der Schlachter 2000 Bibel. Es steht geschrieben: Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Also zu Jesus. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, das ist genau der Punkt, den ich mit meinem Sohn hatte. Du kannst tausendmal sagen, du hast mich lieb. Aber im Endeffekt, was sind deine Worte wert, wenn du dich die Taten bei dem Wort fragst? Ja? Und das habe ich ihm ganz deutlich gemacht und ich stehe dazu. Es schmerzt mich jeden Tag in meinem Herzen, dass ich keinen Kontakt mehr habe mit meinem Sohn, weil ich liebe meinen Sohn über alles. Aber ich habe versucht, ich habe wirklich alles getan, um dafür zu sorgen, dass ich bei ihm eine Saat säen kann, die hoffentlich aufgeht. Nun, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, weil, wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zu Schluss. Stirbt zuletzt. Und ich kann nicht in das Herz eines Menschen schauen, das ist Gott vorbehalten. Vielleicht kommt seine Zeit. Vielleicht kommt seine Zeit noch, während ich lebe. Vielleicht kommt seine Zeit des Erwachens erst, wenn ich tot bin. Ich habe getan, was ich tun konnte. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich habe für mich persönlich die Konsequenzen daraus gezogen und sage mir: Entschuldige bitte, nein, ich spendiere nicht weiter Zeit mit dir, weil wenn ich die Zeit mit dir nicht verbringen kann, mit Gott in der Mitte, Ja, wie er sagt, wo zwei richtig. oder drei in meinem Namen versammelt sind, in deren Mitte werde ich sein, dann ist das für mich Zeitverschwendung. Ich hatte hier in Belgien bis vor wenigen Jahren einen, zwischen Anführungszeichen, Freundeskreis, ja, mit Leuten, mit denen ich gepokert habe, mit Leuten, mit denen ich gesnookert habe, mit Leuten, mit denen ich auch auf meiner Arbeit ganz gut ausgekommen bin. Ich bin Weinhändler, selbstständig und habe ein paar Kunden, mit denen man auch mal ganz gut so zurechtkam. Aber ich habe in jedem die Konsequenzen gezogen. Ich poker nicht mehr, ich snooker nicht mehr, ich gebe mich diesen weltlichen Gelüsten nicht mehr hin, weil ich baue meinen Schatz da auf, wo weder Rost noch Motten ihn kriegen können, nämlich im Himmel. Und das tut vielleicht am Anfang weh. Ja, Mir das hat es aber stimmt. nie wehgetan, weil ich habe gesagt, wen ich auch als Mensch aufgebe, ich habe Jesus. Richtig, ja. Ich hab doch etwas so viel Besseres als die Menschen hier auf dieser Welt. Und während man von Menschen immer enttäuscht werden kann, kann ich von Jesus nie enttäuscht werden. Ja? Das stimmt, ja, das ist richtig. In Amos Kapitel 3 im Alten Testament lesen wir auch, Vers 3: Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Warum soll ich mich hier mit sogenannten Freunden hier abgeben, wenn diese Freunde nicht auf demselben Niveau sind wie ich, wenn diese Freunde nicht dasselbe Fundament haben wie ich, das Wort Gottes, sondern wenn sie vollkommen weltlich sind, wenn die mit mir über Poker sprechen, was ich nicht mehr spielen kann, weil im Poker musst du gut lügen können. Du musst nämlich bluffen, du musst Poker spielen, ja? Und das war immer etwas, was mir nicht gut abgegangen ist. Ich habe in meinem ganzen Leben bewusst
nicht, dass ich wüsste, wird irgendwie gelogen. Ich war immer einer, der für die Wahrheit war. Und im Poker hat man mir oftmals genug angesehen, ja, wenn ich dann eben eine gute Hand hatte oder was auch immer. Ich konnte das schwierig verbergen. Deswegen ist Poker für mich nicht weggelegt. Bis ich das begriffen hatte, hat mich das viel Geld gekostet. Aber ja, so sind dem Herrn seine Wege, ne? Der sagt auch, wenn du es nicht einsiehst, dann bezahlst du hier nochmal und bezahlst du hier nochmal und bezahlst du hier nochmal. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, lass den Kram, das ist sowieso nicht für mich. Und heute in 2018, das ist über 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal Poker gespielt habe, heute ekelt es mich an, dass ich es überhaupt damals getan habe. Könnte ich das heute überhaupt nicht mehr? Alleine schon diese Umgangssprache, die die Menschen dann immer miteinander haben. Da wird geflucht gegen die Sterne an. Das ist unglaublich. Und das ist so etwas, das tut mir so in der Seele weh. Das tut mir in meinem Wesen weh, weil ich so anders bin. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ja, und da muss man sich davon separieren, also davon scheiden. Und das habe ich getan. Die Konsequenz habe ich gezogen. Und die Konsequenz, Manuela, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, die musst du irgendwann für dich selber auch ziehen. Du musst dich Ja, selber das habe fragen, ich ja, Jörg, das habe ich ja. was ist für mich, du kannst ja gleich antworten auf das, was ich hier sage, was ist für mich wichtiger? Ist es für mich wichtiger, mit Menschen in einer guten Beziehung zu stehen? Oder ist es für mich wichtiger, mit Gott in einer guten Beziehung zu stehen? Eins wird mir bei der Entscheidung ganz bewusst klar. Und jedes Mal wieder, wenn ich die Entscheidung treffe, wird es mir wieder klar gemacht. Wenn ich mich mit den Menschen gut verstehen will, dann muss ich gegenüber der Autorität der Bibel, da muss ich gegenüber der Autorität von Jesus Christus Kompromisse eingehen. Und ich persönlich, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich bin kompromisslos. Entweder ist es Gott oder es ist der Antigott. Es ist der Teufel. Und Also immer halt, meine ja. Entscheidung steht fest. Ich entscheide mich für Gott. Und jeder, der nicht 100% mit mir auf diesen selben Weg geht, wovon Jesus selbst sagt, die Straße der Verdammnis ist ein breiter Weg. Schmal ist der Pfad, der in das Himmelreich führt. Und wenige sind es, die ihn da finden. Wer mit mir diesen meines Erachtens schmalen Weg nicht mitgehen will, der soll bitte schön seinen eigenen Weg gehen. Aber dann ohne mich. Bitte, Manuela, ich lasse dir mal ein bisschen das Wort, sonst wird das hier ein Monolog. Was ich halt immer feststelle, Jörg, ist, ich liege halt dann oft nachts, weißt, so im Bett also ich spreche ja jeden Tag zu Gott und habe auch das Gefühl, dass das, was ich ihm sage, dass er das, ja, wie soll man sagen, erhört. Und gerade bei den Freunden, wo es mir eben so geht, ich bekomme dann immer so, das ist wie so eine innere Stimme und so ungefähr, ja, schau dir den Menschen an. Und also ich habe manchmal auch so Träume, die sie wirklich, ja, die sie bewahrheiten dann. Und dann wird mir aber im Traum auch immer wieder gesagt, warum die Person für mich jetzt nicht geeignet ist. Und so kriege ich das jetzt seit 1,5 Jahren, also ganz stark mit, wie sich jeder irgendwo aufgrund dessen, wenn ich halt, sobald ich halt über Gott sprich oder so, die dann wirklich die Türe schließen und sagen, nee, sie wollen davon eben nichts wissen. Und wie gesagt, jetzt bin ich eben ohne Freunde. Ich komme damit klar. Manchmal denke ich mir oft, ich habe Angst vielleicht vor der Einsamkeit, weil ich halt wirklich mit niemandem drüber reden kann. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gesagt, okay, gut, dann habe ich halt keine Freunde, aber ich weiß, dass ich aber auch irgendwo die Hilfe von oben habe. Also die ich bekomme, dass da das, weil ich oft denke dann, ja, es ist so schlecht ohne Freunde, du kannst mit niemandem reden oder so. Aber ich bitte dann um die Kraft und die bekomme ich aber auch. Ja, und dann Aber triffst du die mal jemanden wie Anfangszeit, mich die übers Anfangszeit Internet und dann ist hast du wieder sehr. jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, ne? Und Ja. von dem einen kommt der andere. Ich meine, ich habe letztens noch jemanden kennengelernt übers Internet. Der hat mich einfach angerufen, als meine Mutter im Krankenhaus war und ich sie besucht hatte im Februar irgendwann. Der heißt Michael und der hat halt ein flämischsprachiges Video von mir gehört. Und meinte von, ah, der Jörg ist Weinhändler in Belgien, dann suche ich mir mal seine Nummer raus, hat er über Internet, hat er meine Telefonnummer rausgesucht und rief mich einfach auf dem Handy an, weißt du? Und inzwischen sind wir so dick, dass wir beinahe täglich miteinander sprechen. Er begleitet mich in den letzten paar Lesungen von dem Griesinger Buch, das auf meinem zweiten Kanal erscheint, was du ja jetzt auch gefunden hast da. Ja? Und wir haben schon die letzten, ich weiß nicht, 7, 8 Lesungen oder sowas haben wir zusammen gemacht und werden das erste Buch wohl auch zusammen zu Ende bringen. Und so kommt das, dass aus dem
aus dem Nichts, sage ich mal, auf einmal jemand kommt und du hast einen neuen Kontakt, was du dir 2 Tage vorher noch überhaupt nicht vorstellen konntest, und du bist wieder in deinem Herzen ein Freund in Christus oder ein Bruder oder eine Schwester in Christus reicher. Und das ist das, worum es geht. Ja. Ja, es ist richtig, aber man findet, also ich mache die Erfahrung, Jörg, es ist so schlimm, es will halt wirklich keiner was über Gott hören oder wie auch das. Ich habe so viel erklärt und erzählt, weißt du, über deine Videos und gerade mit dem Papst und so. Mein Gott, Jörg, es ist schrecklich, wie die Leute darüber denken und wirklich meinen, da jeden Tag da in die Kirche zu müssen und nach Rom. Und ich find's einfach schrecklich, dass sie da in so einer falschen Welt leben, weißt, und meinen, dass wenn sie dieses und jenes tun, dann kommen sie dann auf und alles andere. Aber dann, ja, ich weiß auch nicht, das ist alles so schwer irgendwo. Die Gedanken von denen Leute da zu verstehen, wie zum Teil, ja, also ich denke mal halt oft, ich hab's nur mit Satansleute zu tun, die nur schlecht sprechen von Gott und nichts gelten lassen, was ich sag. Ja, guck, ich habe hier in Belgien von all diesen Freunden, die ich so genannt hatte, einen einzigen überbehalten. Den kenne ich inzwischen seit 1993. Angesehen, dass ich erst seit 1990 hier in Belgien bin und wir heute 2018 haben, ist das also schon eine ganze Zeit. Der ist aber auch nur noch ein Freund zwischen Anführungsstrichen. Einer, der jetzt auch letztens durch eine Scheidung ging und 2 Kinder hat. Und ist ja auch egal, ich muss das alles gar nicht bis ins Detail erklären. Der Punkt war, dass wir so viele verschiedene Unterhaltungen miteinander hatten, Diskussion will ich das im Grunde gar nicht mal nennen, dass ich versucht habe, bei ihm die Saat zu sehen, weil mir an dem Typen viel liegt, weil ich den Typen echt liebe. Richtig, Ja? richtig, ja. Und ich habe es versucht und versucht und versucht. Und wir haben Gespräche geführt, da waren Gespräche bei, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe, was es genau war, aber ich weiß, da war eins, da habe ich ihn mit meiner Argumentation aufgrund der Bibel so festgenagelt, dass er sagte von, da habe ich jetzt keine Antwort mehr drauf. Nee, habe ich gesagt, natürlich hast du das nicht. Weil du hast die Wahrheit nicht in dir. Habe ich ihm ganz klipp und klar gesagt. Und heute ist es so, früher habe ich mit dem mindestens einmal pro Woche normalerweise Kontakt gehabt. Heute ist das vielleicht um die 4, 6 Wochen nochmal, dass ich mit ihm Kontakt habe. Weil ich jedes Mal, wenn ich zu ihm gehe und ich 1, 2, 3 oder 4 Stunden mit ihm durchbringe bei ihm zu Hause, das ist für mich eine verschwendete Zeit. Das ist für mich Zeit, die ich nicht mit meinem Herrn durchbringe. Das ist für mich Zeit, die ich nicht mit irgendwelchen Lesungen durchbringe oder mit Studium von Büchern, die ich jetzt auch mal nicht auf YouTube lese oder die ich vielleicht zur Vorbereitung lese oder was auch immer. Und das hält mich davon ab. Weißt du, das ist so, auf der einen Schulter sitzt der Gute und auf der anderen Schulter sitzt der Schlechte und der Schlechte redet immer von, ja, geh doch hin und hab doch mal Spaß und Richtig, richtig, ja, trink ein richtig. Gläschen Wein mit ihm und schnack doch nochmal Ja. mit ihm und weißt du, Formel 1 hat dich früher so interessiert und Go-Karten hat euch früher so interessiert, da könnt ihr schnacken, schnacken, schnacken und die Zeit wird dann schon vergehen. Ja, und dann spricht er auf der anderen Seite und sagt, sag mal, Jörg, was bringt dir das denn im Endeffekt? Bringt dich das irgendwie in deinem Leben weiter? Bringt dich das spirituell weiter? Du hast bereits mit ihm gesprochen, ja, und es hat zu nichts geführt. Das ist im Grunde der Punkt, auf den es am Ende hinausläuft. So, jetzt möchte ich noch mal eben hier, muss ich mal kurz im Internet was suchen, kannst du ja in der Zwischenzeit was erzählen, wenn du was weißt. Ich hab's, Ja, glaube ich, schon. jedenfalls ist es ganz gut, dass ich da mit dir darüber reden kann, dass du auch solche Erfahrungen gemacht hast. Aber wie gesagt, ich gehe da auf alle Fälle durch. Ich mache das weiterhin, weil mir geht es trotz alledem gut dabei. Ich finde es halt einfach nur schade und vor allem auch, dass man wenig Freunde findet, über die man da eben über Gott reden kann. Das ist das, wo ich persönlich halt sehr, sehr leide drunter. Aber mir bringt es sehr, sehr, sehr viel, wenn ich mir jeden Tag deine Videos anhöre. Macht mir dann wieder Mut. Und dann denke ich mal, gut, okay. Gut, ich habe es gefunden, was ich hier vorlesen wollte. Es ist wieder Matthäus, das Evangelium von Matthäus. Diesmal ist es Kapitel 7. Ja? Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue,
damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich nicht umwenden und euch zerreißen. Das heißt mit anderen Worten, versuche nicht, jemanden zu bekehren und zu bekehren und zu bekehren. Wirf das Evangelium, die Perlen, die wir haben. Perlen sind ja etwas Kostbares. Ja. Das Kostbarste, was ich besitze, ist das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes nicht und werf es nicht vor die Säue, damit diese das mit ihren Füßen zertreten und im Endeffekt sich sogar noch umwenden und gegen euch wenden werden. Jesus warnt ganz deutlich davor. An einer anderen Stelle, ich glaube, es ist in Apostelgeschichte oder es ist in einem anderen Evangelium, ich kenne die Bibel ja nur ja auswendig, da steht drin, dass man von Haus zu Haus gehen soll und wenn dann die Häuser geöffnet werden, soll man reingehen und wenn die Leute nicht offen sind für die Botschaft, dann soll man zurück rausgehen. Man soll an der Türschwelle seine Füße abklopfen, man soll sich den Staub der Heiden von den Füßen abklopfen und man soll zum Nächsten gehen. Nicht jeder ist bekehrbar. Aus dem einfachen Grunde, der Herr hat einige Töpfe gemacht zur Ehre und einige zur Verdammnis. Ja? Gott schöpft jeden Menschen, aber manche Menschen sind eben geschaffen zur Verdammnis und manche sind geschaffen zur Errettung. Das hören die meisten nicht gerne nach dem Motto von, ach, Gott ist dann total in Kontrolle und der bestimmt auch, dass ich gut oder schlecht bin, ob ich gut oder schlecht bin. Ja, wenn du einer von denjenigen bist, die Perlen, die dir vor die Füße geworfen werden, mit den Füßen zertreten, dann bist du eben nicht derjenige, der das Evangelium gerne hören möchte. Ja? Es steht hier ja auch ganz deutlich drin, also ich meine, Matthäus 7 ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, aber jetzt das ganze Kapitel lesen ist natürlich auch nicht die Absicht. Schau, ich habe dir gesagt, dass, habe ich dir das während des Videos hier schon gesagt oder in unserer Vorbesprechung, dass ich das tägliche Seelenbrot heute gelesen habe. Ja, ja. Ich weiß nicht, war das in unserer Vorbesprechung oder in dem Video? Nee, im Video, glaube ich. Ah ja, okay. Also, Video, während der Aufnahme, ja. gut, also ich lese ja jeden Tag das tägliche Seelenbrot. Und ich hatte vorhin, bevor wir zusammengekommen sind, die Aufnahme gemacht für morgen, den 7. Juni, was ich dann morgen früh als Video veröffentliche. Muss ja auch immer sehen, dass ich das Audio vorher einlese. Und das geht am besten tagsüber, wenn ich noch Tageslicht habe, weil ich bei künstlichem Licht hier in meinem Schlafzimmer nicht so gut lesen kann. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Naja. Jedenfalls, ich möchte es dir mal kurz vorlesen. Und wenn du während meiner Lesung eine Frage hast, dann unterbrich mich bitte. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, dass das, was ich hier lese in dem täglichen Seelenbrot für den 7. Juni, passend ist auf unser Gespräch heute. Okay? Gut, es fängt an, wie jedes Mal, mit einem Zitat aus der Bibel, dieses Mal aus dem Alten Testament, wie man es nennt, also ich nenne es das Gesetz und die Propheten, aus dem Buch Jeremia, Kapitel 10, Vers 23, wo die Bibel sagt, ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun stehet nicht in seiner Gewalt und stehet in niemands Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Bei solchen Worten, sagt der Autor jetzt hier Karl Olof Rosenius aus dem Buch Das tägliche Seelenbrot zum 7. Juni, bei solchen Worten bleibt uns nichts anderes übrig, als entweder darüber aufzuwachen und zu sehen, dass Gott viel größer als alle unsere Gedanken ist, dass er uns in seiner Macht und Fürsorge um uns unbegreiflich ist und dass wir kleine, schwache Wesen sind, wenn es gilt, ihn zu erfassen, oder aber wir müssen das ganze Wort Gottes verwerfen. Ja, nicht einmal das wäre genug, sondern wir würden dann auch noch solche Toren sein, die nicht einmal das sehen, was die ganze sichtbare Schöpfung zeigt, wie Gott für sein Geschöpf zu sorgen vermag. Wir würden Toren sein, von denen David sagt, sie sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 34, wenn ich mich nicht irre. Hier dürfte jemand einwenden, das ist wahr. Alles, was uns geschieht, ist uns vom treuen Gott zugesandt, soweit es nicht solches betrifft, was von der eigenen Freiheit des Menschen abhängt. Wenn ich aber durch meinen Eigenwillen und andere sündliche Beweggründe mich selber ins Unglück gebracht habe, dann muss ich mir selber die Schuld geben und darf mich nicht der Führung Gottes getrösten. Antwort: Dies ist an und für sich richtig, wird aber oft falsch aufgefasst. Gott hat uns eine gewisse bedenkliche Freiheit gelassen,
ja, keinen freien Willen, aber eine gewisse bedenkliche Freiheit gelassen, in der wir uns für Zeit und Ewigkeit unglücklich machen können, nämlich wenn wir fortwährend und fortsetzlich seinem Geiste widerstreben. Hier aber sind zwei Dinge zu beachten. Du hast dich durch Sünde und Torheit ins Unglück gebracht, bist jetzt aber doch zur Reue und zu einem gehorsamen Geist gekommen, so dass du in Zukunft dem Rat des Herrn folgen willst, dann sind die Gnade Gottes und seine väterliche Liebe so groß, dass er all dein Übel zum Besten, alle Folgen deiner Torheit zu deinem Nutzen wenden wird, denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott zürnt nicht ewiglich und hadert nicht immerdar. Er ist ein gnadenvoller Gott und Vater. Obwohl man ihm lange getrotzt hat, sich dann aber bekehrt, so ist er uns in Zukunft doch noch so gnädig, als hätten wir nie gesündigt. Durch großen Eigenwillen bekamen die Israeliten Könige, der Herr aber verließ sie trotzdem nicht, sondern er erwies ihnen ebenso viel Gutes, allerdings mussten sie mehr leiden. Paulus war in seinem Unglauben ein arger Feind und Verfolger Christi gewesen. Jesus aber berief ihn trotzdem zum größten Apostel und machte sogar aus der großen Sünde zwei gute Dinge, nämlich teils nämlich ein mächtiges Mittel der Demütigung für den Apostel, teils aber auch ein mächtiges Trostmittel für andere. Wir dürfen daraus erkennen, dass Gott auch unsere größten Fehler und Torheiten zu unserem Nutzen wenden kann, wenn wir nur zur Bekehrung kommen. Ja, Luther sagt sogar, dass der Herr auch an seinen Heiligen dieselbe Güte bei ihren Fehltritten erzeigen muss. Die trostreichen Worte lauten folgendermaßen: Zitat: Das ist Gottes Werk und Kunst, dass er böse Sachen gut machen kann, wenn wir sie verderbet und verwahrlost haben. Ich habe wahrlich oftmals viele Dinge unweislich und töricht ausgerichtet, darüber ich hernach heftig bin erschrocken worden, und ich konnte nicht sehen, wie ich aus solchen Sachen, die durch meine Torheit verworren und verderbt waren, wiederum möchte ledig werden. Aber der Herr hat einen solchen Weg getroffen, dass es gebessert worden, was ich versehen hatte. Und also regiert Gott alle seine Heiligen, dass sie wohl irren und fehlen mögen, gleichwohl aber mit ihnen muss ein gut Ende nehmen oder wenigstens ohne großen Schaden abgehen. Gott ist ein allmächtiger Schöpfer, der aus nichts alles macht. Darum kann er auch aus dem, was böse ist, Gutes herfürbringen. Ende Zitat. Ja, Schön. Gott ist ein treuer Vater. Er ist schön geschrieben, ne? Ja. Schön, ja. Das Zweite, was wir zu merken haben, ist dieses: Wer da befürchtet, er widerstehe noch in irgendeiner Weise dem Willen Gottes, hat dabei aber einen Geist, der ängstlich seufzt: Och Gott, erbarme dich, töte meinen Eigenwillen und bringe mich auf den Weg deines Willens, auf dass ich recht dein und dir gehorsam werde. Ein solcher hat das volle Recht, sich der gnädigen Führung Gottes zu getrösten. Denn jeglicher Widerstand gegen den Willen Gottes, den jemand ernstlich beklagt und gegen den er die allmächtige Hilfe Gottes anruft, ist nichts anderes als der harte Streit des Fleisches gegen den Geist. Da ist der Sinn auf Gottes Seite und die Sache sogleich in Gottes Händen. Wegen eines solchen Widerstandes des Fleisches, der uns nur umso mehr zu Gott treibt, wird kein Mensch unglücklich. Denn wenn die Kraft, die Ketten zu zerreißen, die Kraft, das Fleisch zu überwinden, bei uns läge, dann wäre das ganze Wort Gottes falsch, welches sagt, dass dies nie in unserer Macht liegt. Dies ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ich lese ihn nochmal. Wenn die Kraft, die Ketten zu zerreißen, also die uns an diese Erde und an unsere Sünden bindet, die Kraft, das Fleisch zu überwinden, wenn diese Kraft bei uns Menschen, bei uns Sündern läge, dann wäre das ganze Wort Gottes falsch, welches sagt, dass dies nie in unserer Macht liegt. Also, haben wir freien Willen? Nein, haben wir nicht. Wenn wir einen freien Willen hätten und nach dem Motto, wir uns aus unserem freien Willen zu Gott bekehren würden, dann wäre das Wort Gottes falsch, das sagt, dass dies nicht in unserer Macht liegt. Es kann wohl geschehen, dass du durch viele Leiden so lange ermüdet und getötet werden wirst,
bis der mächtige Eigenwille ermattet und du dich in den Willen Gottes fügst und anfängst, allem ernstlich zu fliehen, was du Gott in seinem Wort verbieten siehst. Geht es aber so, dass du anfängst, einige Ratschläge der Gottlosen, Entschuldigungen und Verteidigungen der Sünde zu suchen, um dein Treten auf den Weg der Sünder zu bemänteln, dann bist du in deinem Sinne abgefallen, dann bist du mit dir selber einig, der Sünde zu folgen. Und dann ist der Widerstand gegen den Geist vorsätzlich. Dann darfst du dich nicht der Führung Gottes getrösten, dann gehst du vielmehr deinen eigenen Weg, dir zum Verderben. Dann gehst du deinen eigenen Weg, dann machst du deine eigenen Gesetze, dann folgst du dem, was Aleister Crowley so schön sagt in seinem Buch des Gesetzes: Do as thou wilt shall be the whole of the law. Tue, was du willst, das soll das ganze Gesetz sein. Das spricht der Satanist Aleister Crowley. Ja. Mhm. Und das war jetzt das tägliche Seelenbrot zum 7. Juni. Mhm. Und ich fand das sehr passend, dass ich das heute Abend noch gelesen habe, bevor wir ans Telefon gegangen sind und also an Skype gegangen sind hier und dieses Gespräch miteinander führen. Ich fand das sehr passend. Du nicht auch? Ja, doch, auf alle Fälle. Siehst du, und das ist genau das, was ich immer meine mit der Herr leitet. Das ist nicht meine Idee. Ich habe das nicht rausgesucht. Ich musste das lesen. Das stand sowieso auf der Agenda für heute zu lesen. Und dass wir dann gerade heute dieses Textgespräch hatten von ja, komm, dann schnacken wir miteinander über die Fragen, die du hast. Und dass dann ich dieses lesen muss und dass sich da so eingliedert in das, was du gerne besprechen möchtest. Ja, das sind eben Gottes perfekte Wege. Das ist kein Zufall. Mhm. Das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Ja, das glaube ich auch, ja. Also da war ich mir aber auch schon ziemlich sicher, wie ich an deine Videos rankommen bin, dass ich da geführt worden bin. Weil ich habe so viel nachgeschaut und so viel nachgeschaut und plötzlich kam dann schon der 66 und wie den Drang, schau mal rein, lies das und hör dir das an und genau so war es dann eigentlich auch. Und damit habe ich eigentlich meine Antworten und alles eigentlich bekommen, muss ich sagen. Tja, die Antworten auf deine Fragen können immer in der Bibel gefunden werden. Die Frage ist nur, ob du die Antworten für deine Fragen auch in der Bibel suchst. Und die meisten Leute tun das eben nicht mehr. Aber jede Frage, die ich habe, die wird in der Bibel beantwortet. Ich habe mal diesen Spruch gemacht, auch im Video habe ich das schon mal gebracht, dass ich sagte, jeder Mensch fragt sich früher oder später in seinem Leben, wo komme ich her, warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Ja? Und ich kann zu Psychologen gehen, ich kann zu Philosophen gehen, ich kann zu Professoren gehen, zu gelehrten Menschen und ich kann zu Religionen gehen, ich kann zum Buddhismus gehen, ich kann zum Hinduismus gehen, ich kann zum Islam gehen, ich kann zur römisch-katholischen Kirche gehen. Jeder erzählt mir etwas anderes. Jeder erzählt mir was anderes. Richtig, ja. Nur der Einzige, der eine schließende Antwort darauf gibt, ist mein Herr. Das ist die Bibel. Die Bibel sagt mir ganz deutlich, wo ich herkomme, wo die Menschheit herkommt, wo ich im Grunde herkomme, dass ich ein geschaffenes Wesen bin im Angesicht Gottes. Sagt mir, warum ich hier bin. Das ganze Leben hier auf dieser Erde ist nichts weiter als ein Test, weil wir sind hier nur ein paar Jahre. Was sind diese paar Jahre, die wir hier mit durchbringen im Zeitalter der Erde, das rund 6000 Jahre im Augenblick ist? Das ist nichts. Das ist wie ein Fingerschnippen. So weg. Ja. Ja? Mhm. Aber das Buch sagt uns auch, was nach diesem Leben ist. Ich meine, wenn man die ganze Zeit in diesem Leben verbringt, in diesem System und man arbeitet sich den Arsch auf, um seine Steuern zu bezahlen und seine Miete bezahlen zu können oder seine Hypothek abzubezahlen und sich ein Auto vielleicht leisten zu können und vielleicht ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren und man denkt, man ist frei, weil man in ein Flugzeug steigen kann und irgendwo hinfliegen kann. Irgendwann, die Frage ist, dann habe ich gearbeitet mein ganzes Leben und dann habe ich vielleicht Glück gehabt und bin nicht durch irgendeine Krankheit bereits vorher hingerafft worden, sondern ich erlebe noch meine Pension, meine Rente und dann habe ich noch ein paar Jahre Rente und dann kann ich noch ein paar Jahre so leben, ohne zu arbeiten und kann die Zeit verbringen mit allem möglichen Zeitvertreib, was auch immer mir dieses System dafür bietet und dann gebe ich, geb ich so, wie man so schön sagt, den Löffel ab und was war dann? Nix. Was war dann? Schau, ich habe mich,
als ich noch kein Christ war, habe ich mir immer die Frage gestellt, wenn die Hinduisten da, die Buddhisten, wenn die mit ihrer Lehre der Reinkarnation recht haben, wenn ich also schon mal gelebt haben sollte, dann, ich meine, ich bin ich kann mich nicht in die Lage eines anderen einversetzen. Ich denke, wie ich denke. Ich kann nicht denken wie du, Manuela, ich kann nicht denken wie irgendeiner meiner Zuhörer, ich kann nur denken, wie ich denke. Ich weiß von mir selber, so tief wie ich auch in mir reingehe, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal irgendwann gelebt habe. Wenn ich aber mehrmals leben würde, um nach dem Motto, wie es die Buddhisten zum Beispiel lehren, mich verbessern würde, ja, wenn ich dann nicht die Erfahrungen des vorherigen Lebens habe, dann weiß ich ja nicht, wo ich schlecht war und wo ich gut war, da kann ich mich auch nicht Richtig. verbessern, oder? Ja, Das macht für mich keinen Sinn. Von daher ist diese ganze Reinkarnationslehre, diese ganze ewige Seele auch ein totaler Blödsinn. Ja, die Bibel spricht stimmt. auch nicht von der unsterblichen Seele. Der römische Katholizismus spricht von einer unsterblichen Seele. Die Bibel sagt ganz deutlich, als der Mensch geschaffen wurde, dass der Herr dem Adam den Atem des Lebens einblies und dass der Mensch eine lebende Seele wurde. Ja? Das steht im Genesis, also im zweiten Buch Mose, im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Wollen wir eben sehen, ob ich das hier gerade eben finde. Da bildete der Herr den Menschen Staub von der Erde, ja, das ist erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wenn der Mensch eine lebendige Seele wurde, dann hat er ja keine Seele bekommen. Ich wurde eine lebendige Seele durch den Odem des Lebens, den Atem des Lebens, den Hauch des Lebens, der mir eingeatmet wurde. Und wenn ich diesen Hauch des Lebens, diesen Atem des Lebens nicht mehr habe, dann habe ich auch meine Seele nicht mehr. Ja, richtig, Also, wenn ich aufhöre zu atmen, wenn ich tot bin, habe ich meine Seele nicht mehr. Was passiert dann mit der Seele? Das weiß ich nicht. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nur, dass derjenige, der tot ist, schläft. Jesus hat es verschiedene Male gesagt, wo er unter anderem Lazarus und andere vom Tode erweckte. Hat er gesagt, er ist nicht tot. Er von Lazarus hat er gesagt, er ist nicht tot, der schläft nur. Und die Toten wissen gar nichts. Und die Lebenden wissen nur, dass sie sterben müssen. Und die Toten wissen nichts. Steht alles im Gesetz und den Propheten darin. Und einer der Jünger, als Jesus ihn zu sich rief, hat er gesagt: Oh ja, Jesus, ich folge dir gleich, aber ich will noch eben hier meinen Vater begraben. Was war Jesus seine Antwort? Lass die Toten begraben. Die Toten sind diejenigen, die geistig tot sind. Ja? Daher kommen auch diese ganzen Zombie-Filme. Das ist noch wieder eine ganz andere Ja, Sache. ja, Aber ja, gut, ja. da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber ich denke, dass das soweit ein ganz interessantes Gespräch war. Soweit. Ich weiß natürlich nicht, ob du jetzt noch irgendwelche Fragen hast oder so, aber ich fand das gerade mit der Seele, fand ich mal ganz wichtig, auch mal zu erwähnen. Die Ja, unsterbliche klar. Seele ist eine babylonische Lehre, die von der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Nach dem Motto von mein toter Vater, ach, der guckt vom Himmel aus jetzt auf mich runter und der wird ganz stolz auf mich sein. Und Ja, richtig. ja, mit solchen Dingen fängt es immer an. Na, sicher in Filmen und solche Sachen, die man dann guckt, ne? Ja, richtig, richtig. Nee, das ist, nee, das ist, also ich fand es ganz gut, ich finde es ganz gut, dass man da mit dir offen reden kann. Wobei ich selber für mich auch viele unbeantwortete Fragen habe. Weißt du, wie das zum Beispiel ist? Ihr habt da mal gehört, dass wenn man sich verbrennen lässt, Jörg, was passiert dann mit der Seele? Weil dann kann ich ja nicht auferstehen. Verstehst du? Ja, es ist ein interessanter Punkt. Das war auch eine Schau, Frage, die ja, auch wenn du ich dir mal verbrannt wirst, wenn dein Körper kremiert wird, Ja. Wo bleibt die das Seele? Materielle vergeht nie. Es nimmt Ja. nur immer andere Formen an. Ja. Ja? Und der Gott, der uns aus der Erde geschaffen hat und alles, was ist, die Erde, die Tiere, die Pflanzen, Ja. die Himmel, die Sterne und alles geschaffen hat aus dem Nichts. Meinst du nicht, dass der in der Lage ist, dich wieder so zu schaffen, wie er es für nötig richtig hält? Ah, okay, schau auf so einen Gedanken bin jetzt. Aha, okay. Es steht Okay. geschrieben, dass wir in der Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt, dass die Lebenden und die Heiligen, das heißt also diejenigen, die an Gott glauben, in einem Augenblick mit einem
Fingerschnippen verändert werden. okay, Die okay. also den korrupten, sterblichen Leib ablegen und verwandelt werden in etwas, was wir jetzt als Lebende nochmal überhaupt nicht begreifen können. Und dann auffahren zum Herrn, ihn in den Wolken treffen und da mit ihm sein werden für immer da. So steht es geschrieben. Und diejenigen, die tot sind, kommen aus ihren Gräbern heraus. Oder werden, oder bekommen einen neuen Körper, einen unkorrumpierten Körper, nicht fleischlich, weil das Fleisch ist korrupt, das Fleisch muss sterben. Das Sterbliche wird abgelegt, um das Unsterbliche anzulegen, und wir bekommen einen neuen Körper dann. Ich sage ja, unsere Seele ist nicht in dem Sinne weg. Sie wird irgendwo bei Gott sein, aber es geht nicht um eine unsterbliche Seele. Wenn wir schlafen, ganz normal, wenn wir abends ins Bett gehen und wir schlafen und wir werden am nächsten Morgen wach, wer weiß denn, wie viel Zeit vergangen ist, bevor er auf die Uhr guckt, wie lange er geschlafen hat? Stimmt, ja. Man weiß nicht, bis man nicht auf die Uhr guckt oder es am Tageslicht draußen sieht oder was, wie früh oder wie spät das schon ist, wie lange man geschlafen hat. Genauso ist es mit dem Tod auch. Man schließt die Augen zum letzten, zum finalen Male und das nächste Mal, wenn man die Augen aufschlägt, dann ist man entweder bei der ersten Auferstehung damit bei oder bei der zweiten Auferstehung zum Gericht. Das bestimmt das Leben, was du hier gemacht hast, zu welcher Auferstehung du damit bei bist. Aber dein Körper, das Physische, das Fleischliche hier, ist vollkommen wurscht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und Jörg, mal nochmal eine Frage, was mein Wunsch wäre, ist, aber ich weiß es nicht. Meinst du, dass wir zu dieser Generation gehören, wo wir miterleben dürfen, wann Jesus kommt? Also ich täte es mir sehr wünschen. Aber meinst du, dass es in unserer Generation nur ist? Oder meinst du, dass das, weil man weiß es ja nicht, wann er kommt, aber ich täte mir wünschen, dass es in unserer Generation ist. Wie denkst Von du darüber? dem Tag oder der Stunde der Wiederkunft weiß Ja. niemand, nur der Vater im Himmel. Ja. Nun, es gibt Leute, die machen sich die Mühe und berechnen das wirkliche Alter der Erde und meinen, dass wenn 6000 Jahre vorbei sind, dass dann das 7000. Jahr anfängt und das ist dann das siebente Jahr, das ist dann der siebente Tag, das ist dann das Sabbatjahr und das wird Ja. dann ein tausendjähriges Reich sein. Und wann das passieren wird, dann versuchen sie zu berechnen und sagen, die Erde ist schon so und so alt. Ne? Wir hatten knapp 1500 Jahre vor der Flut und dann nochmal ungefähr 2500 Jahre nach der Flut bis zur Kunft von Jesus Christus. Das sind also 4000 Jahre und jetzt haben wir 2000 und also 6000 Jahre und jetzt kann das ja nicht mehr lange dauern. Also Martin Luther hat auch damals damit gerechnet, dass innerhalb der nächsten 100 Jahre, während er noch lebt oder nach seinem Leben, aber innerhalb der nächsten 100 Jahre Jesus Christus zurückkommen wird. Dann gab es diese Bewegung, woraus die Adventisten, diese Satanisten, dann vorgesprungen sind in 1844. Die meinten, dass Jesus Christus in 1844 zurückkommen würde. Und das kam er auch nicht. 43 oder 44 kam er auch nicht. Da gibt es Leute wie Nicholas Arthur von First Amendment Radio, der ein Buch geschrieben hat und in diesem Buch unter anderem auch berechnet, wann Jesus Christus zurückkommt. Und seines Erachtens ist das 2045, ein Jahr vorher, ein Jahr danach, irgendwann in der Richtung. Also ich meine, wir müssen es auf die Art und Weise sehen, wie Jesus Christus das sagt in dem barmherzigen Samariter. Ich schaue mal eben nach, ob ich das hier im Buch finden kann. Samariter. Bibel, mal eben sehen, dass ich dann den Text finde. Lukas 10, 25 bis 37 steht hier, dann suchen wir das da mal eben. Lukas. Okay, und dann gehen wir in Kapitel 10. So ist das eben mit Live-Gesprächen, da muss man alles schauen. Was hatte ich gesagt? 37? 25 bis 37, ne? Da steht geschrieben bei Lukas: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen und so weiter und so weiter.
Ja, okay, das ist die Stelle. Okay, dann lese ich weiter. Also, und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jetzt kommt's. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, also die Levitikus, die Leviten, waren ja das Priestervolk im Israel damals. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn, ebenso kam auch ein Levit, in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Straße vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare oder 2 Groschen und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Allein dieser Teil des Lukas-Evangeliums, Kapitel 10, Verse 25 bis, was wir gerade eben gelesen haben, 37, da kann man stundenlang drüber diskutieren, um es richtig zu verstehen. Jesus spricht hier in Parabeln. Ja? Der Leviter, der zum Beispiel da vorbeiging, das ist die römisch-katholische Kirche, die Priester heute, ja, die ihn liegen lassen und ihm nicht helfen. Die Räuber, die ihn geholt haben, die nehmen das Evangelium von den Menschen weg und lassen ihn verwundet und ohne Gott an der Straße liegen. Der Samariter aber kam, also das ist hier in diesem Fall dann jetzt mal Jesus, und hilft ihm. Und er bringt ihn zu der Herberge und sagt, er gibt ihm 2 Groschen, ja, also 2 Denare, wie es hier steht. In anderen Übersetzungen ist es 2 Groschen. In der King James auch, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Währung da jetzt gebraucht wird, ist ja auch wurscht, aber 2 Groschen sind ja für uns verständlicher, wenn wir uns noch der Markwährung von früher erinnern, als 2 Denare. Am anderen Tag, als er fortzog, also Jesus ist ja aufgestiegen in den Himmel und hat sich auf den Thron neben dem Vater gesetzt, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Für jeden Groschen, jeder Groschen für einen Tag. Und ein Tag mit dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Also, der Samariter gab ihm 2 Denare, 2 Groschen für 2000 Jahre. Und sagt, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also, hieraus verstehe ich, aus dem biblischen Verständnis heraus, er bleibt mindestens für 2000 Jahre weg. Und wenn er Und es kann sogar sein, dass er länger wieder bleibt. Er wird dem Wirt dann das dann schuldige Geld bezahlen, wenn er zurückkommt. Jesus ist ein Mann seines Wortes. Okay? Jetzt ist natürlich die Frage, von wann sind die 2000 Jahre vorbei? Wir leben nach dem gregorianischen Kalender. Damals lebten wir nach dem julianischen Kalender. Also wir leben nach einem Sonnenkalender. Nach einem Kalender, der gerichtet ist nach der Sonne. Und nach dem heliozentrischen System, aber wir leben in einem geozentrischen System, ja, mit der Erde als Mittelpunkt. Weil sonst wäre Gott ja ein Idiot. Der hat ja am Anfang Himmel und Erde geschaffen. Wenn er die Erde als erstes schafft, noch bevor er die anderen Sterne und sowas macht, ja, dann würde er die doch wohl ins Zentrum setzen, ne? Aus dem Zentrum heraus schöpft man alles. Also, von daher will ich nur jetzt eben sagen, wann das auch war, wir wissen nicht, wie der Kalender damals war, der wirkliche Kalender. Und wir leben heute in einem verfälschten Kalender. Wir können aufgrund des julianischen und gregorianischen Kalenders gar nicht richtig zurückgehen nach den Mondphasen, die uns eigentlich gegeben werden. Normal, die Bibel spricht davon, dass jeder Monat 30 Tage hat. Das sind 360. Da spricht man nicht von 365 Tagen. Das ist halt
der falsche Sonnenkalender, nach dem wir leben. Und von daher finde ich es unmöglich und finde ich auch die Arbeit von Nicholas Arthur, der sich ja die Arbeit gemacht hat, da zu sagen, dann und dann kommt Jesus ungefähr wieder, finde ich totalen Quatsch. Ich glaube nicht, dass wir das sagen können. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Hoffnung ist, und ich bete, dass er in den nächsten 5 Sekunden zurückkommt. Und wenn das nicht passiert ist, dann in den nächsten 5 Sekunden. Dass er mich aus diesem Mist hier erlöst, in dem ich hier unten leben muss. Richtig, richtig, ja. Aber ich weiß, er wird mich so lange für seine Zwecke auf dieser Erde gebrauchen, wie er mich braucht. Und wenn er mich nicht mehr braucht, dann werde ich vergehen wie eine Blume, die hingeht. Dann werde ich verwelken. Dann werde ich sterben. Dann werde ich einschlafen und dann werde ich, wenn seine Gnade es zulässt, bei der ersten Auferstehung damit bei sein und werde ihn sehen, wie er wirklich ist. Da geht meine Hoffnung hin. Ob ich das jetzt erlebe in diesem fleischlichen Leben oder ob ich vorher sterbe, ist mir im Grunde wurscht. Ist mir im Grunde Jacke wie Hose. Nur je länger es dauert, dass ich hier noch bin, desto länger muss ich eben auch leiden unter diesem System. Stimmt, ja. Aber ohne Leiden haben wir uns ja auch den Weg der Erlösung überhaupt nicht verdient, oder? Ja, klar. Ich meine, Das ist richtig. wenn man das Schlechte nicht kennengelernt hat, dann weiß man das Gute ja nicht zu schätzen, oder? Richtig, richtig, ja. Ich habe so lange als Sünder in dieser Welt gelebt und ich lebe immer noch als Sünder in dieser Welt, sondern nicht, dass ich jetzt sündenfrei bin, aber ich habe so lange als Sünder gelebt, der ich Gott nicht erkannt habe, der ich Gott nicht gefolgt bin, dass im Grunde im Augenblick jeder Atemzug, den ich tue, für mich eine Genugtuung ist, dass ich das jetzt tue in der Erkenntnis, dass ich weiß, wer Jesus Christus ist, dass ich in der letzten Zeit es geschafft habe, aufgrund seiner Gnade eine persönliche Beziehung mit ihm aufzubauen und ich genieße diese persönliche Beziehung mit jedem Atemzug, den ich treffe. Und ich lasse es Schön. vollständig an ihn über, um zu sagen, dann und dann ist vorbei. Und es ist vorbei in dem Augenblick, wenn er kommt, weil wir werden in einem Augenblick, in einem Augenzwinkern, werden wir verwandelt. Und wie weißt du, ob es Jesus Christus ist, der zurückkommt, oder irgendeine Blue Beam Aktion der Jesuiten ist, oder eine Ja, was weiß ich, richtig, falsche ja. Aktion ist? Ja, ganz einfach. Kneif dich. Und wenn du wenn du Schmerz hast, wenn du immer noch im Fleisch bist, dann ist es nicht Jesus. Ja, stimmt. Was anderes kann ich da nicht zu sagen. Ich treffe keine Vorhersagen, wann er zurückkommt oder wann er nicht zurückkommt. Das überlasse ich vollkommen ihm. Ich meine, dafür ist er Herr und Meister, ne? Er und der Vater werden schon den richtigen Moment wissen. Richtig, ja. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, die Zeit seiner Wiederkunft, da wird es hier auf der Erde zugehen, wie in den Zeiten von Noah und wie in den Zeiten von Sodom und Gomorra. Ja, Und wenn richtig. ich mir das so anschaue, sind wir da nicht mehr so weit von weg. Also, Richtig, richtig, ja. es kann morgen sein, es kann nächstes Jahr sein, es kann in 10 Jahren sein, es kann in 100 Jahren sein. Ich weiß es nicht. Ich lege nur mein Vertrauen in Jesus Christus und hoffe, ihm in der Zwischenzeit mit meinem Leben hier so gut wie möglich zu gefallen. Das heißt, Schön. ihm so gut wie möglich folgen zu können und seine Lehre zu verbreiten. Und ich versuche, so viele Samen zu streuen wie nur möglich, um dafür zu sorgen, dass auch andere Leute eben in den Genuss dieses ewigen Lebens kommen. Das ist mein einziges Deine Streben Aufgabe, in diesem Leben. schön. Ja, mein Leben, meine Aufgabe, ja. Sehr schön. Hast du noch andere Fragen? Was habe ich noch für Fragen? Das ist, mein Gott, manchmal fallen mir so viele ein, wenn ich so deine Videos höre. Das ist. Wir müssen ja jetzt auch nicht eine stundenlange Session machen. Wenn du Fragen hast, fragst du. Und wenn du nichts hast, dann schließen wir es ab. Und wenn du wieder mal was hast, dann sprechen wir wieder miteinander. Dann schreibst du mich Genau. an oder wir sprechen noch mal miteinander. Ja, Das muss ja super, nicht bei diesem super. einen Gespräch bleiben, ne? Ja, das ist gut. Hauptsache, ich habe dir schon mal ein bisschen die Fragen beantwortet, die du heute auf dem Ja, Herzen hattest. ja, Oder ja. beantworten können, zumindest helfen können mit der Beantwortung, weil ich bin ja auch nicht derjenige, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ne? Ich habe nicht alle Antworten. Aber alle Antworten stehen in der Bibel. Man muss sie nur finden. Das ist eine Frage des Suchens und des Verstehens dann natürlich, ne?
Das stimmt. Ja, und das ist eben das, was du teilweise sehr gut machst, Jörg. Wenn du dann so Texte vorliest und dann deine persönliche Ding, weißt du, dass du das dann alles nochmal genau erklärst, weil, also ich tue mich sehr schwer, die Bibel zu verstehen, weil die widerlegt sich ja, oder wie sagt man da, die, also für mich teilweise sehr schwer zu verstehen, aber ich glaube, dass ich die falsche Bibel hatte und darum habe ich die weggeschmissen und habe eben jetzt die Schlachter darunter und ich hoffe, dass die dann einfacher ist für mich. Aber wie gesagt, im Video erklärst du das eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut, wo ich mir oft denke, oh, jetzt liest der Jörg was jetzt gar nicht nachvollziehen kann, aber dann kommen die Erklärungen von dir und das ist dann, erst dann weiß ich, ah, jetzt so ist es eigentlich gemeint. Da tue ich mich sehr schwer, Jörg. Tja, das fliegt mir auch nicht zu, das ist jahrelanges Studieren. Ich meine, Ja, richtig, ich richtig. beschäftige mich da so lange mit und der Hunger nach der Wahrheit, weißt du, das ist wie Platos Höhle. Kennst du das Gleichnis? Von Nee, Platos nee. Höhle musst du das mal lesen. Gibt's hier online. In Okay. Englisch, habe ich da mal ein Video gemacht. Kannst du Englisch? Nein, nein, Jörg, darum sage ich immer, wenn ich dann englische Videos von dir sehe, denke ich mir, oh, schon wieder Englisch, bitte mehr Deutsch, mehr Deutsch. Naja, ich kann ja nicht. Deswegen habe ich ja einige Lesungen zum Beispiel, die ich in Englisch mache, auch in Deutsch gemacht. Also ich habe es ja zum Beispiel Ja, von Babylon, alle Wege führen nach Rom. Das Buch habe ich ja Jörg. extra sowohl in Englisch als auch Ja, in Deutsch gelesen. ja. Was ich jetzt im Augenblick veröffentlicht habe, ist ja hier die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das habe Ja, ich auch in Englisch und in ja, Deutsch gleichzeitig ja, gelesen, ne? ja, das stimmt. Das Also, Deutsche ist veröffentlicht, das Englische noch nicht. Das muss noch kommen, ne? ja, Aber es ist halt mit vielen Sendungen so, die ich zum Beispiel früher gemacht habe in Hour of the Truth oder solche Sachen. Da gibt es hier viele Dinge, die ich in Englisch gemacht habe, die ich natürlich nicht in Deutsch gemacht habe. Ja, das ist, man kann nicht alles zweisprachig oder in drei Sprachen machen. Aber Oder ich vor allem, versuche, die Themen, die ich früher viel in Englisch ja. bearbeitet habe, auch in Deutsch zu machen. Deswegen habe ich zum Beispiel die Videoserie gemacht von Luther 2017. Deswegen Ja, habe ich zum Beispiel die drei Videos gemacht von der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Ja, von Eden, ja, Ja, wo es um die richtig, ja. verkehrte Auslegung der Daniel 70-Wochen-Prophezeiung Ja, Kapitel genau. 9 geht. Ne? Ganz, ganz wichtiges Thema, über das ich sehr oft im Englischen spreche und eben auch im Deutschen. Ne? Das stimmt, ja, Nee, ich das fragte stimmt, nur ja. wegen der Höhle von Plato, da habe ich halt ein englischsprachiges Video drüber gemacht in 2014. In der Abspielliste Nothing But the Truth, aber wenn du es nicht verstehst, gut, dann such dir das Gleichnis der von Platos Höhle mal im Internet raus, das kannst du lesen. Das ist nur eine ziemlich kleine Geschichte. Aber da geht es eben darum, wie den Leuten etwas vorgespielt wird, was eben nicht wahr ist. Die sehen nur Schattenspiele vor sich in künstlichem Licht und können sich nicht umdrehen, können sich nicht bewegen. Das ist ganz interessant. Und das ist ein ziemliches Gleichnis dazu, zu der Welt, in der wir heute leben. Dazu haben sie dann auch hier natürlich in dieser Welt Filme gemacht, wie zum Beispiel Sie leben von John Carpenter aus den 80er Jahren und Ende der 90er Jahre diese Matrix-Serie, sicher Teil 1 der Matrix, hast du ja vielleicht auch mal Ja, gesehen. nee, 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 ich hab, Jörg, ich hab keinen Fernseher. Ich schau seit Jahren keinen Fernseher und nix. Und das Ganze, also diese Filme und so, sagen mir alles nichts. Ist ja gut. Dann kann ich dich ja Ja. nur dazu beglückwünschen, dass du diesen satanischen Familienaltar Nein, rausgeschmissen hast. nein, nein, Alter, der ist. Also ich brauch keinen Fernseher, den Ich habe auch ich. nicht. Ich habe meinen Fernseher auch rausgeschmissen, als er meine Mutter zu mir kam. Ja, Nee, brauche ich nicht. habe ich wieder einen Fernseher reingeholt und ich habe eine Satellitenanlage hier noch stehen gehabt. Die habe ich dann halt wieder aufgebaut. Meine Mutter kann die ganzen deutschen Programme über Satellit angucken. Belgisches Fernsehen habe ich nicht, belgisches Radio höre ich auch nicht, belgische Zeitungen lese ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer im Augenblick hier Ministerpräsident ist, so wenig interessiert mich der ganze Kram. Aha, sehr gut, Nur, sehr gut. ja, meine Mutter hat halt den Fernseher und dann gucken wir natürlich, wir gucken jetzt mal mittags so die Küchenschlacht und so während des Essens und abends mal ein Quiz, aber ansonsten gucke ich auch keinen Fern, weil Ja, das ist so nein. satanisch, das Zeug, da wird mir jedes Mal schlecht, wenn ich die Kasten nur Richtig, stehen sehe, ne? richtig, richtig, Aber ja. meine Mutter braucht das zur Zerstreuung, weil wenn ich der sage von, ja, Mutti, lies mal die Bibel. Ja. Also sie guckt zumindest auf dem Fernseher meine ganzen Videos. Ne? Ah, das ist schön, Sobald ich das ist etwas auf schön. YouTube hochlade, ich weiß nicht, was für ein technischer Fehler das ist, in diesem Satellitenempfänger ist ein USB-Eingang. Und wenn ich meine Videos hier auf dem Computer aufnehme und ich lasse die Filme, will ich auf dem Fernseher zeigen, dann geht das nicht, dann spielt er das nicht ab.
Aber wenn ich denselben Film auf YouTube hochgeladen habe und dann wieder runterlade auf den Stick, dann kann sie das sehen. Und ja, so guckt sie zumindest meine ganzen Filme. Jeden Tag das tägliche Seelenbrot und all die ganzen anderen Aha, Filme hat sehr sie geguckt. gut. Also so hat sie zumindest Anteil an meiner Arbeit, die ich hier mache. Das ist ja auch mal Sehr was. schön, Aber sehr dazwischen, so schön. wie jetzt auf dem Abend, sitzt sie natürlich da und guckt fern, ne? Na gut. Ah, okay. Und Muss Jörg, einem ja was hat gehen, dich ne? dazu bewegt, nach Belgien zu gehen? Och, das ist eine ganz lange Geschichte. Wenn wir da jetzt mal anfangen, sind wir in 3 Stunden noch nicht fertig. Ah, okay, weiter. Das habe ich mir auch überlegt. Oi, warum? Ja, Na, weil du hast ja zuvor in Hamburg gewohnt, gell? ich komm aus Hamburg. Ich bin geboren in Ja. Blankenese in Hamburg. Ja. Und bin da zur Schule gegangen und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann 3 Jahre. Hab im Kaufhof, ich weiß nicht, ob du den Laden kennst, Ja, gibt's ja. ja. Gibt's ja Ja, noch, ne? Kaufhof. Nee, gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nochmal. Ja, Galeria-Kaufhof heißt das jetzt und. Ach so, Galerie jetzt haben. Ja, Ja. den gibt's. Und da habe ich 3 Jahre gelernt, Einzelhandelskaufmann. Und danach, ich wollte eigentlich immer Polizist werden oder zum Bundesgrenzschutz oder zur Bundeswehr. Naja, habe ich mich dann bei der Bundeswehr beworben. Da bin ich dann durch den psychologischen Test nicht durchgekommen. Die haben mich anscheinend besser verstanden, als ich mich damals selber schon verstanden hatte. Naja, aber da musste ich sowieso zum Wehrdienst. Dann bin ich ein paar Monate nach der Lehre zum Wehrdienst. Also eingezogen und da haben sie dann gesagt, ja, hier kannst du dich bewerben. Da habe ich gesagt, ja, dann bewerbe ich mich halt nochmal. Ja, und da haben sie mich dann genommen für 4 Jahre. Und dann habe ich nach einer Zeit Unteroffiziersausbildung gefolgt. Ich war bei der Marine und das hat aber ziemlich lange gedauert. Und als ich dann fertig war mit der Unteroffiziersausbildung, haben sie mich in so ein blödes Kaff gesteckt, wo ich abends nichts anderes tun konnte, als in der Kantine mich zu besaufen. 20, 30 Kilometer von der nächsten Stadt oder vom nächsten Dorf überhaupt weg, ganz einsam gelegen in Schleswig-Holstein, in Nibi, wer das kennt vielleicht, ganz weit abgelegen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier will ich nicht verrotten, ne? Weil hier werde ich zum Alkoholiker, ne? Dann ist ja kein Leben. Ja, Und da ja. habe ich mich beworben fürs Ausland und habe mich beworben für eine Stelle in Belgien, in der NATO, in Brüssel. Und die habe ich Ah, dann okay. bekommen und in der Zeit, wo ich hier war, habe ich dann meine belgische Frau kennengelernt und durch Umstände bin ich dann halt hier geblieben und so hat es mich nach Belgien verschlagen, ne? Ah, okay. Also nicht wegen dem System oder so, sondern das war jetzt eher beruflich. Das war Weil beruflich, ja. die. Ah, okay. Dann habe ich Ah, meine okay. Dienstzeit beendet und damals hat sich das ergeben. Ich habe dann hier jeden Abend, bin ich 1,5 Jahre, bin ich jeden Abend 180 Kilometer Auto gefahren, hin und zurück zu einer Fachhochschule, um mein Fachabitur nachzuholen. Habe das dann auch geschafft. Und als ich dann zurück nach Deutschland versetzt wurde, konnte man mir nicht sagen, wo ich in Deutschland jetzt einen Studienplatz bekomme. Weil bei der Bundeswehr gab es den Berufsförderungsdienst, dass man also dann studieren konnte, um sich weiter auf das zivile weitere Leben vorzubereiten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Posten aufgeben musste, wo das auslief in der NATO, konnten sie mir noch nicht sagen, wo ich in Deutschland studieren kann. Also hätte es sein können, dass ich mit Frau und Kind nach Hamburg gezogen wäre. Und dann sagen sie mir 3 Monate später zum Beispiel von, ja, jetzt kannst du aber in Berlin oder Dresden oder München oder Stuttgart oder was weiß ich wo studieren. Und da ich da halt Unsicherheit hatte, hat meine Frau damals gesagt zu der Zeit von, ja, studier dann doch hier in Belgien, obwohl ich kein Wort Niederländisch sprach, ne? Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Dann habe ich die Sprache eben mal gelernt, ne? So einfach. Ja, So nicht nebenbei. schlecht. Und Ja, nicht schlecht. habe dann hier in Belgien studiert, 2 Jahre. Aber halt keinen Abschluss machen können, weil ich nur 2 Jahre von 3 Jahren studieren konnte. Und das dritte Jahr konnte ich dann nicht mehr finanzieren. Ich musste sowieso schon nebenbei arbeiten, neben dem Studium. In so einem Hamburger Restaurant, sowas wie McDonald's, hier gibt es hier in Belgien auch Ah, Quick, ja. habe ich dann noch 40 Stunden in der Woche nebenbei gearbeitet, neben dem Studium. Wahnsinn. Und das war zu viel und dann bin ich durch die Prüfung nicht mehr durch. Und dann hätte es ja nichts mehr gebracht, das zweite Jahr noch zu wiederholen, wo ich noch Berufsförderung bekommen hätte, weil das dann dritte Jahr hätte ich ja nicht mehr finanzieren können. Also dann hab ich halt gearbeitet. Und ja, was machst du, wenn du kein Diplom hast, wenn du keinen richtigen Ja, Abschluss hast? richtig. Dann bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen, habe hier Staubsauger verkauft für über ein Jahr. Und dann habe ich auf eine Anzeige reagiert von einem Weinhaus, um deutsche Weine hier in Belgien zu verkaufen. Das war 96. Ja, Und Wahnsinn. dann habe ich hier angefangen, Weine zu verkaufen als selbstständiger Vertreter. Im Grunde scheinselbstständig, ne? Weil du arbeitest für eine Firma, aber ja. Unter selbstständigen Statut musste ich dafür arbeiten und da habe ich dann einige Jahre gearbeitet und dann meine eigene Firma gegründet und bin heute immer noch Weinhändler. Ja, Wahnsinn, Tja. super. Ja, super. Also Und der Mama.
Nach Und dein Belgien Mama gehen, arbeitet mein nach jetzt, Belgien gehen ja. war also nur wegen beruflicher Art und Weise. Es hat dann nichts wegen sonst irgendwas zu tun. Wie gesagt, ich habe ja auch erst angefangen mit Untersuchungen zur neuen Weltordnung, die mich im Grunde zu Gott geführt hatten, dann später, oder wo Gott mich zu ihm geführt hat, ja, um es richtig auszudrücken. Das war ja erst ab Oktober 2010. Ne? Ah, Da war ich okay. ja schon 20 Jahre hier in Belgien. Ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und hättest du das jemals träumen lassen, Jörg, dass du den Weg einschreitest wie jetzt, dass du sagst, ja, okay, Gott hat dich da berufen und so? Hättest du das, wie soll man sagen, es kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Also es muss ja irgendwas, du musst ja auch irgendwie ein Erlebnis gehabt haben. Was meinst du mit irgendwie Erlebnis? Also ich muss sagen, also ich bin zu Gott ja schon sehr früh gekommen, und zwar ich hatte vier Totgeburten, die ich immer wieder selber entbinden musste, und habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, Mensch, warum verliere ich immer meine Kinder im 8., 9. Monat, musste ich selber entbinden, und habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, Mensch, was habe ich im Leben falsch gemacht, oder warum? Also habe da ziemliche Streitgespräche auch jetzt so mit Gott geführt. Was willst du mir damit zeigen, oder was mache ich falsch im Leben und so? Und das sage ich ja auch, das liegt jetzt auch schon Jahre zurück. Aber dadurch bin ich eigentlich erst zu Gott gekommen. Aber zuerst halt mal mit der komplett falschen Lehre, bis ich jetzt das Ganze eigentlich einmal von dir gehört habe, wie du das aus deiner Sicht siehst und das eigentlich klarstellst mit der katholischen Kirche. Weil ich gehöre ja keiner Kirche an, aber das war so mein Erlebnis. Dann frage ich dich, also ab wann hast du gespürt, dass Gott mit dir arbeitet? Ich habe das doch erzählt, das war in 2010, Das war das mit dem Spiel, was du gesagt hast, oder? ja, mit dem Freund, der mich da Ah, angesprochen hatte okay. und der Ah, meinte okay. von, studier doch mal 9-11 ein bisschen näher. Und Ah, okay. dann Das habe war ich dein. angefangen, diese Sachen zu studieren. Hab das erste Mal im ganzen Leben überhaupt von YouTube gehört. Das kannte ich da vorher gar nicht. Ich kannte ja nur Ah, Poker okay. und solche Sachen. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Filme zu gucken und dann habe ich angefangen, diese Dinge seriös zu studieren. Ah, Und okay. du weißt, wenn du solchen Leuten folgst, wie zum Beispiel Alex Jones oder Oliver Jarnig im Deutschen, der ja der deutsche Ja, Abklatsch von ja. Alex Jones ist, ne? Ja. Dann wirst du immer in Sackgassen geführt. Es sind die Bilderberger, es sind die Council on Foreign Relations, es ist Trilateral Commission, es ist das Committee von 300, es sind die Illuminati, es ist dies, es ist das, es sind die Juden. Das ist ja ihr liebstes Wort. Ja. Und du untersuchst diese Dinge und irgendwie macht das alles für mich keinen Sinn. Ich habe gesagt, da muss irgendwo mehr hinter sein. Da muss Ja, irgendwo was richtig. hinterstehen, was die alle Ja. nicht sagen. Und irgendwie bin ich dann durch diese ganzen Studien irgendwann auf Alan Lamont gestoßen, einen Schotten, mit dem ich dann ein sehr herziges Verhältnis hatte für eine ganze Zeit, von dem ich viele Videos auch hochgeladen habe auf meinem YouTube-Kanal, die ich heute noch stehen habe. Nur als ich dann merkte und wirklich in der Bibel studierte, habe ich gemerkt, dass er die futuristische Lehre der Jesuiten vertritt. Ah, Aber okay. trotzdem, und deswegen habe ich mich dann auch von ihm getrennt später, aber durch diesen ganzen Werdegang, durch Alan Lamont habe ich Walt Stickel kennengelernt, durch Walt Stickel habe ich Tom Frest kennengelernt und mit Tom Frest bin ich heute immer noch zusammen, mit all die anderen alle nicht mehr, aus bestimmten Dingen, bestimmten Gründen. Eben weil die Falschlehre vertreten. Wo habe ich gemerkt, dass Gott mich leitet? Ja, schau, wenn ich heute zurückschaue auf mein Leben und ich sehe, warum ich den und den Job dann und dann da und da gemacht habe und Ja. da hingezogen bin und meine Frau kennengelernt habe und dies und das und das, wenn ich das heute rückblickend beschaue, dann sehe Ja. ich einen Weg, den Gott für mich ausgestippulierte, also wie sagt man das im Deutschen? Geebnet, Den, ja, den, geebnet den hat. Gott für mich geebnet hat, den Gott für mich vorausgesagt hat, den und Ja. den Weg musst du gehen. Nur in dem Augenblick, wo du den Weg gehst, verstehst du selber ihn gar nicht. Das Zumal stimmt, Jörg, das stimmt. Die Erfahrung mache ich auch, stimmt. Ich verstehe alles momentan überhaupt nicht. Das ist sehr gut beschrieben, ja, genau. So, ich verstehe alles gerade im Moment überhaupt nicht, ja. kann ich sehr gut verstehen, dass dir das so geht. Aber Ja. im Nachhinein versteht man diese Dinge. Und das ist ja auch das, was mich so fasziniert an diesen Studien, weißt du? Dass ich die Bibel lese und dass ich in der Bibel Prophezeiungen lese. Und Prophezeiungen in der Bibel sind nichts anderes als Geschichte, die im Voraus geschrieben ist.
Und dass ich heute in 2018 die Gelegenheit habe, um zurück auf die Geschichte zu blicken und zu sehen, wie all diese Prophezeiungen sich in der Vergangenheit erfüllt haben. Das ist richtig, ja, das Und stimmt. das bestätigt mich darin, dass Gott der ist, der er sagt, der er ist, und dass sein Wort das einzige wahre Wort ist, das auf dieser Welt zählt. Nichts anderes zählt. Kein Mensch hat irgendwo, irgendwann mal die Wahrheit so gesagt, wie Gott sie gesagt hat. Nur die Menschen, die diese Wahrheit von Gott auch wirklich auf die richtige Art und Weise wiedergeben, denen kann man auch vertrauen. Und das sind ganz wenige, die man findet. Weil meistens ist man konfrontiert mit Gesetzlosen, ist man konfrontiert mit Wölfen in Schafspelzen, die einen auf Richtig, verschiedene, richtig. auf falsche Wege führen wollen. Ja, richtig, Und mich hat richtig. damals das Studium der King James Bibel dahin geführt. Und Tom Fress sagt immer zu mir, dass ich ein unglaublich glücklicher Mensch bin, weil ich nie diese ganzen katholischen Falschlehren aufgezogen hatte, weil ich aufgezogen habe, weil ich nie Mitglied irgendeiner Kongregation, irgendeiner Glaubensgemeinschaft war und auch heute nicht bin und auch niemals sein werde, weil ich folge dem, was Jesus Christus sagt. Er sagt, wo zwei oder drei von euch in Drei. meinem Namen versammelt sind, Ja. in deren Mitte werde ich sein. Ja? Und Richtig, das ist die richtig. Gemeinschaft, die ich habe mit zum Beispiel Tom Fress und Brad Norman, wenn wir auf dem Ja. Samstagabend unsere Bibelstudie machen. Da sind wir drei zusammen im Namen Jesu Christi über Skype und machen Bibelstudie für 2, 3 Stunden. Und wir Aha. merken, wie diese Studie, wie der Heilige Geist uns leitet und uns Verständnis bringt, das Evangelium, das Neue Testament und auch das Gesetz und die Propheten zu verstehen, wie es gemeint ist. Durch das gemeinsame Studium. Und das ist das, was mir einfach alles gibt, weißt Schön, schön. Und Jörg, mal eine ganz andere Frage. Ich meine, du? ich finde es toll, was du machst mit den Jesuiten und dass du da die Aufklärung so gut machst. Aber hast du nie Angst, dass wenn sowas jetzt mal, was weiß ich, ein Papst oder was weiß ich, dass du da irgendwie, weißt, dass dir da jetzt was passieren könnte? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich Ich weiß, wie du meine, meinst. und also ich meine, ich finde es ja sehr, sehr, sehr gut, weil das hörst du ja in Kai, also von keinem anderen. Da habe ich mir auch oft gedacht, hoffentlich lebst du irgendwie nicht gefährlich. Bist du da geschützt irgendwie? Weil ich meine, es ist ja so, wie du sagst. Verstehst? Ich verstehe. Da hätte ich Angst. Also ich meine, da hast du ja, da beweist ja du also wirklich sehr viel. Ich meine, du, ich meine, weiß es ja nicht, inwieweit es jetzt zu der katholischen Kirche oder zu Papst oder so kommt, aber ich meine, das ist sehr gut. Was ich hätte Angst, dass da um dein Leben oder so, weil es gibt ja dann, was weiß ich, hast du ja selber erzählt, wie viele Jesuiten da schon Leute umgebracht haben und die zu viel Wissen hatten und so. Und ich denke mal, du sagst es ja eigentlich alles sehr, sehr, sehr offen und so, was ich persönlich sehr gut finde. Aber ich denke mir oft, hoffentlich passiert dir dann da aber auch nichts, weißt? Weil du da so ehrlich und offen umgehst damit, weißt? Ich werde es Das dir, traut sich ja keiner. Das traut sich ja keiner, Jörg, weißt? ich werde es dir beantworten mit der Bibel. Ich lasse immer Gott für mich sprechen. Es ist nicht ich, der die Antworten weiß, es ist Gott, der die Antworten gibt. Es steht geschrieben: So fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt worden ist, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finsteren sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also, vor wem muss ich Angst haben? Vor demjenigen, der mich hier auf der Erde eventuell quälen kann, wie in der Inquisition ja passiert ist und immer noch passiert in der modernen Inquisition? Ja, richtig. Oder muss ich mich vor dem fürchten, der sowohl meinen Körper als auch meine Seele und damit mein ewiges Leben oder meine Möglichkeit auf ewiges Leben zerstören kann? Weißt du, hier auf dieser Erde können sie doch mit mir machen, was sie wollen. Sie können mir aber Schön. Jesus nicht abnehmen, der in mir lebt. Jesus, der Sehr. mich errettet hat. Jesus, für den ich sterben möchte. Jesus ist für mich gestorben. Es gibt doch keine größere Liebe, als für seinen Freund zu sterben. Das hat Jesus doch getan. Er ist Ja. für uns gestorben. Er hat sein Blut für uns vergossen, dass wir ewig leben können, dass er uns gleichsetzt mit ihm,
dass wenn er mit uns vor den Vater tritt, der Vater unsere Sünden nicht mehr erkennt, weil der Sohn, sein eingeborener Sohn, für uns, für unsere Sünden gestorben ist, er uns damit weiß wäscht und der Vater uns damit adoptiert. Der Vater hat einen leiblichen, eingeborenen Sohn, das ist Jesus Christus. Und all seine Brüder und Schwestern, die wir sind, hat er durch Adoption. Paulus lehrt das ja im Neuen Testament. Ich möchte zu dieser Adoption gehören. Das ist mir doch wurscht, was der Antichrist hier auf dieser Welt macht. Das ist mir doch wurscht, wenn morgen die Männer mit den schwarzen Hüten bei mir vor der Tür stehen und sagen von Glissmann, komm mit, wir schmeißen dich in den finstersten Kerker. Ja, dann tu mal. Das ist mir doch wurscht. Du hast doch nur meinen Körper, du hast doch nicht meine, du hast doch nicht mein ewiges Leben in der Hand. Das hast du nur in der Hand, wenn ich klein beigebe und wenn ich mich zum Teufel kehre und wenn ich sonntags in die Kirche gehe und diesen Eucharist nehme, in die verteufelte katholische Messe gehe und mir dieses Stück Brot geben lasse, wo der Priester sagt, hoc est corpus enim meum und damit meint, das Stück Brot zu verwandeln in das Fleisch, das Blut, den Leib, die Seele, die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Jesu Christi, dann, wenn ich das mache und mich davor hinbeuge, wenn ich mich dem Menschen beuge und nicht vor dem Herrn, dann bin ich verloren. Also kann ich nur dafür hoffen, dass Gott mir die Stärke gibt, dass ich nicht schwach werde und dass ich auf ihn höre und nicht auf die Menschen. Von daher, die Menschen können wir doch nichts tun. Das ist mir doch wurscht, was mir hier passiert. Sehr schön. Sehr schön, ja. Das ist gut. Bist du noch da, Jörg? Ja, ja. Jetzt habe ich gerade gemeint, du warst plötzlich weg. Nee, nee. Ja, das ist gut, ja. Ja, stimmt, was sagst du. Ja. Soll schon Musik laufen? Bitte? Nee, nee, nix. Nee, ich bin am Warten, dass du vielleicht noch was sagst oder so. Hi. Warum läuft da jetzt eine Musik? Ah, das ist... Ich weiß das ist die Werbung. Moment einmal, Jörg, das ist ja die Werbung. Ah, das ist immer blöd auf dem Handy, da gehen plötzlich Werbungen an. So, ja, ich habe kein Handy, also so eins nicht. Oh, furchtbar. Ich habe so ein billiges 25-Euro-Handy von Nokia. Da kann ich telefonieren, da kann ich Texte mit verschicken und ansonsten nichts. Und was anderes brauche ich auch nicht. Das ist ja... Nee, ich habe keine Musik hier. Also ich war nur am Hören, ob du noch irgendwas zu sagen hast. Ansonsten können wir das auch hier gerne beenden und können wir das Gespräch nächstes Mal weiterführen, wenn du noch eine andere Frage hast oder was auch immer. Und war ja ganz interessant soweit, ne? Denke ich zumindest für dich. Ja, genau. Dass jetzt die anderen auch noch mitschauen und mithören können, ist eine andere Sache. Vielleicht lernt da ja auch der eine oder andere was draus aus der Geschichte, die ich so noch nicht erzählt habe, aus der Geschichte, die du von dir erzählt hast. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ging mir also ganz schön nahe, als du erzählt hast, dass du 4 Totgeburten hattest. Das muss ja grausam gewesen sein für dich. Ja, das, also da muss ich sagen, da bin ich das erste Mal mit Gott in Berührung gekommen, weil ich mir immer wieder gefragt habe, warum tust du mir das an? Warum nimmst du mir 4? Weil schon immer in der 32. und 38. Schwangerschaftswoche, weißt du. Und das immer wieder und immer wieder und habe mir immer gefragt, warum und habe mir dann selbst so Schuldgefühle gehabt, was mache ich falsch und ja und dann, ja, so hat sich das dann eigentlich ergeben und damit habe ich, ja, da das ist alles, das ist, ja, das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, aber ich glaube, manchmal denke ich mal, ich habe es verarbeitet und dann manchmal wieder nicht, dann bin ich auf so vor x Jahren mal in so einer Familienaufstellung gegangen und die war so schrecklich, Jörg, verstehst du, wo ich mir gesagt habe, nee, dann habe ich Reiki gemacht und auch das, von dem habe ich mich verabschiedet, weil ich habe halt gesucht, wo bin ich richtig aufgehoben und habe immer wieder gemerkt, die Wege, die ich gehe, die sind komplett falsch. Und wie gesagt, dann bin ich auf dein Video gestoßen und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, und dann habe ich gemerkt, wie sich die Freunde abseilen und, aber gut, es ist so. Ja, und ich sage mir mittlerweile, wie gesagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und als ich Gott fragte, mich vor meinen Feinden zu beschützen, habe ich meine Freunde verloren. Das ist tatsächlich so. Ja, so ist es. Ich hab gebeten, nimm bitte mein Leben in die Hand. Und daraus habe ich gemerkt, dass die Freunde gegangen sind. Ja. Und du wirst noch mehr Freunde verlieren, je mehr du den Weg gehst. Je unbeirrbarer du den Weg gehst und je kompromissloser du den Weg gehst, desto mehr Leute, Freunde wirst du verlieren. Aha, okay. Ja, okay, dann ist es so.
Aber ich habe ihm gesagt, dann entscheide ich mich für ihn, dann müssen halt die Freunde gehen, weil was bringt mir das? Ja, das bringt Halleluja. mir gar nichts. Halleluja. Wer Jesus hat, der braucht doch keinen Menschen mehr. Nee, 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 das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Also so sehe ich es momentan und erlebe es halt auch fast täglich, ja. Ja, das ist ja schön, dass du das so täglich leben kannst. Ja, schon. Je mehr wir unser Leben an Jesus Christus geben und je mehr wir ihm die Führung für unser Leben überlassen, je mehr wir loslassen können und von ihm gelenkt werden können, desto mehr werden wir merken, desto glücklicher werden wir sein. Ja. Glücklich auf eine, bitte richtig verstehen, glücklich auf eine Ganz anderen Ebene finde ich, ja. Spirituelle Art und Weise, Ja. weil hier in dieser, auf dieser Erde werden wir durch Trübsal gehen, wenn wir Jesus Christus folgen. Das hat Jesus Christus auch gesagt. Man kann nicht Jesus folgen und nicht leiden müssen. Das ist Ja, nee, das, ein Widerspruch das an stimmt. sich. Und Ja, das das Leiden stimmt. offenbart sich bei dem einen auf die Art und Weise und bei dem anderen auf Ja. die. Schau, ich will jetzt gar nicht zu tief darauf eingehen, weil wir sprechen schon ganz schön lange und ich muss auch gleich Ja. mal für kleine Jungs unterbrechen sowieso. Aber ich meine, dass das, was du in deinem Leben erlebt hast, auch mit deinen Fehlgeburten, dass das irgendwo eine Botschaft war, die du aber zu dem Zeitpunkt natürlich so noch nicht verstanden hast. Und je Nein, älter du nein. wirst und je mehr du Ja. in Jesus Christus wachsen wirst, desto mehr wirst du diese Dinge verstehen. Und wenn du sie akzeptieren kannst als seine göttliche Vorhersehung, Ja. dann wirst du auch innerlich damit leben können und deinen Frieden machen können. Ja. Denke ich mal so. Ja. Mit Sicherheit, ja. Daran arbeite ich ja. Auf alle Fälle war es sehr schön, das Gespräch für mich also es tat mir sehr, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, wir können öfters miteinander sprechen. Das freut mich. Ja, es muss sicher nicht bei diesem einen Gespräch bleiben. Weißt du, ich bin auf Ja. Skype bin ich ständig auf abwesig eingestellt, wenn ich da bin. Weil das heißt, abwesend heißt, dass ich nicht immer hier am Computer direkt sitze. Ich bin zwar zu Hause, aber ich sitze nicht direkt am Computer. Das kann auch mal sein, dass ich 2, 3 Stunden ganz woanders bin, dass ich es vergessen habe oder was. Aber wenn immer du irgendwas hast, eine Frage oder was auch immer, texte mir auf Skype und wenn ich Zeit Ja. habe, dass wir miteinander schnacken können, dann lasse ich dich wissen und dann können wir telefonieren wie jetzt und dann können wir gerne die Dinge miteinander besprechen, dass wir beide uns Super. da ja weiterentwickeln und dass wir beide davon lernen können. Da geht es ja drum. Sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Das Wenn freut ich mich. helfen kann, bin ich immer dazu bereit. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das hat mir schon sehr geholfen, ja. Schön, das freut mich, wenn ich dir habe helfen können. Ja, natürlich. Gut, Manuela, dann werde ich das hier Dann, mal beenden, weil ich muss langsam wirklich mal gehen. genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend Danke, das wünsche ich dir und auch. ich melde mich bei dir. Bis in nicht allzu weiter Ferne, hoffe ich. Na? Alles klar, Jörg. Gut, schönen Abend noch dir, Okay, Jörg. Manuela. Gott Dir möge auch. dich schützen, ja? Tschüss. Dich Tschüss. auch. Tschüss.